Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie alle recht herzlich zu der heutigen Veranstaltung über den nationalsozialistischen Untergrund Blicke in den Abgrund begrüßen. Die Veranstaltung wird getragen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, den Anstiftern und der VVN BDA Stuttgart. Mein Name ist Jan-Karl Kluge von der VVN. Ich werde heute durch den Abend führen und moderieren. Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste, Friedrich Burschel auf meiner linken Seite von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und von NSU-Watch. Er ist einer von denen, die den Prozess in München beobachten. NSU-Watch ist eine Initiative von verschiedensten antifaschistischen Gruppierungen, die sich zusammengeschlossen haben, eine Internetplattform betreiben namens NSU-Watch und dort Protokolle von den Prozessen ins Netz setzen. Es ist unheimlich aufschlussreich, von antifaschistischer Seite die Berichte über den Prozess zu lesen. Und dann hat NSU-Watch auch noch die sehr lobenswerte Aufgabe übernommen, diese ganzen Berichte ins Türkische zu übersetzen, so dass also auch die türkischen Mitmenschen, die ja hauptsächlich betroffen waren von den Anschlägen vom nationalsozialistischen Untergrund, auch diesen Teil lesen können und nicht nur auf die bürgerliche Presse angewiesen sind. NSU-Watch als ein Projekt von antifaschistischen Gruppen braucht dringend Geld. Es ist absolut unterfinanziert. Fritz verteilt jetzt Informationen über NSU-Watch. Und es gehen Schälchen rum für Spenden. Wir haben uns entschlossen, dass wir den Überschuss, der diese Veranstaltung hoffentlich einbringt, Veranstaltungen kosten Geld, dass wir diesen Überschuss komplett an NSU-Watch weiterreichen, weil wir eigentlich alle von den Veranstaltern die Arbeit von NSU-Watch für sehr sinnvoll halten. Dann zu meiner Rechten, Thomas Moser. Thomas Moser ist Autor und Journalist. Er ist ja hier in Stuttgart bekannt geworden durch seine Artikel bei Kontext. Und er hat sich sehr, sehr intensiv, schon sehr früh mit dem Thema NSU befasst. Unter anderem war er Beobachter beim Untersuchungsausschuss im Bundestag und hat da einiges mit ans Licht gefördert, was so nicht wirklich dann in die Öffentlichkeit gekommen wäre, weil auch da ist es wichtig, dass linke antifaschistische Journalistinnen und Journalisten und Beobachter dabei waren und geschaut haben, was wird da eigentlich verhandelt und das dann auch entsprechend veröffentlichen. Wir haben also zwei absolute Fachmenschen heute hier. Der Ablauf, den haben wir folgendermaßen geplant. Beide werden kurze Einstiegsreferate halten von ungefähr 20 Minuten. Thomas Moser wird vorlegen über den nationalsozialistischen Untergrund, über die Verstrickungen nach Baden-Württemberg und über, nehme ich mal auch an, die Geheimdienstverstrickungen von Verfassungsschutz und anderen Ämtern. Und danach wird Friedrich Burschel seinen Beitrag halten, in erster Linie über den Prozess und über seine Eindrücke bei der Prozessbeobachtung. Danach öffnen wir die Runde zu einer Diskussion und Fragestellung und da ist dann rege Beteiligung erwünscht und beide freuen sich dann drauf, ihre Fragen beantworten zu können. Es geht eine Teilnehmerliste rum, dadurch,
dass die Veranstaltung hauptsächlich mitgetragen wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Muss die Rosa-Luxemburg-Stiftung belegen, dass Menschen anwesend waren? Weil sie müssen das ja auch wieder abrechnen. Also ihre ganzen Ausgaben, die sie haben für Veranstaltungen, müssen wieder dann gegengerechnet werden. Deswegen bitte ich alle, die kein Problem damit haben, auf einer Anwesenheitsliste der Rosa-Luxemburg-Stiftung aufzutauchen, sich dort einzutragen. Und ich hoffe, dass das ein paar sind, damit dann auch wirklich gesehen wird, dass Menschen heute hier waren. So, Thomas, du hast das Wort. Guten Abend. Ich bedanke mich zunächst, dass ich hier sprechen kann. Ich möchte eine Vorbemerkung machen zum NSU-Komplex. Also seit 2,5 Jahren beschäftigen sich nun mehrere Opferanwälte, Abgeordnete in verschiedenen Untersuchungsausschüssen, Journalisten, Blogger, NSU Watch mit dem Komplex. Und wir müssen sagen, dass wir bisher nicht wissen, was der NSU eigentlich war. Wir sind nach wie vor auf der Suche. Was wir wissen, weil wir inzwischen viel wissen, ist, dass es nicht so war, wie es die offizielle Linie, die offizielle Version der Bundesanwaltschaft zum Beispiel darstellt. NSU war nicht eine Kleinstzelle, 2 Männer, 1 Frau, sondern NSU war viel mehr. Und wir sind auf der Suche danach, und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn wir hören, was wir jetzt gleich vortragen. Ich möchte Verbindungen der Neonazi-Szene von Baden-Württemberg nach Ostdeutschland darstellen und Verflechtungen mit dem Verfassungsschutz bei diesen Verbindungen und möchte das auffächern anhand von 3 Personen. Es werden immer wieder Namen auftauchen bei uns, es geht nicht anders. Wir versuchen, so wenig wie möglich Namen zu nennen. Aber man muss Namen nennen, weil über Namen Strukturen sichtbar werden und über Namen Zusammenhänge sichtbar werden. Deswegen, einige Namen müssen einfach sein. Wir alle müssen das gerade lernen, dass es über Personen geht, die Namen haben. Und wir sprechen auch von Klarnamen, also Vor- und Nachnamen, wenn es nicht anders geht, weil ich das auch für wichtig halte, um sozusagen Personen wiederzuerkennen. Eine der ersten Spuren, die sichtbar werden, führen zurück ins Jahr 1993. Ich möchte es deutlich machen an den Namen Markus Friedl, Michael Dangel und Thomas Starge, die werden jetzt ein paar Mal auftauchen. 1993 kam es in Heilbronn zu einem Treffen von rechten Skinheads, an denen diese 3 Personen beteiligt waren, Markus Friedl, Michael Dangel, Thomas Starke. Das ist eine der ersten Spuren, die wir haben. Organisiert wurde das Ganze von Michael Dangel. Thomas Starke ist vielleicht der bekannteste von allen. Mit dem fange ich mal an. Thomas Starke ist aus Sachsen, war Aktivist von Blood and Honor in Sachsen. In den 90er Jahren kurzzeitig liiert mit Beate Zschäpe. Thomas Starke hatte Kontakte natürlich nach Jena, Kontakte auch zum Trio. Der Name von Thomas Starke taucht auf dieser berühmten Namens- und Adressliste von Uwe Mundlos, weil die bei einer Razzia gefunden wurde, in einer Garage, Garagenliste genannt wurde. Da taucht der Name Thomas Starke auf. Im Januar 1998, im Zusammenhang mit dieser Razzia in der Garage in Jena, floh dieses Jenaer Trio, damals war es noch ein Jenaer Trio, zu Thomas Starke nach Chemnitz. Thomas Starke war der erste Anlaufpunkt des Trios und Thomas Starke hat dann das Trio weiter vermittelt. Die hatten dann verschiedene Wohnungen, aber der erste Anlaufpunkt war Thomas Starke. Im September 2012 erfährt der Untersuchungsausschuss in Berlin, dass Thomas Starke V-Mann war. V-Mann des Landeskriminalamtes Berlin von November 2000 bis zum November 2011. Das erfährt der Untersuchungsausschuss im September 2012. Hier an dieser Stelle einen kleinen Einschub.
in Sachen Verschwörungstheorie und Praxis, denn gleichzeitig erfuhr der Untersuchungsausschuss, dass im März 2012 die Bundesanwaltschaft, das Polizeipräsidium in Berlin und der Innensenator von Berlin beschlossen haben, dem Untersuchungsausschuss nicht mitzuteilen, dass Thomas Starke ein langjähriger V-Mann des Landeskriminalamtes von Berlin war. Vielleicht gibt es bessere Begriffe wie Verschwörung für so einen Vorgang. Man könnte auch sagen, es ist ein Angriff auf ein hoheitliches Organ der parlamentarischen Demokratie, diesen Ausschuss zum Beispiel. Vor kurzem gab es Hinweise im Untersuchungsausschuss in Sachsen, dass Thomas Starke möglicherweise schon vor 2000 V-Mann war. Es gibt einen Vermerk in den Akten der Bundesanwaltschaft. Man muss wissen, die Bundesanwaltschaft war involviert, einbezogen, als Thomas Starke als V-Mann gewonnen wurde. Die Bundesanwaltschaft hat ihr Einverständnis gegeben. Und es gibt einen Vermerk in der Bundesanwaltschaft, aus dem hervorgeht, oder aus dem, in dem Thomas Starke als eine langjährige geführte Vertrauensperson bezeichnet wird. Also es gibt Hinweise darauf. Und damit stellt sich die Frage, ob das Trio nicht zu einem V-Mann geflohen ist im Januar 1998. Thomas Starke zählt zu der Ludwigsburg-Sachsen-Connection. Es gab einen regen Verkehr zwischen der Neonazi-Szene von Baden-Württemberg, Heilbronn, Ludwigsburg und Sachsen. Einer von ihnen ist Thomas Starke. Thomas Starke hat berichtet, wie gesagt, er war mindestens elf Jahre lang vom November 2000 bis zum November 2011 V-Mann. Er hat berichtet, er hat auch über Ludwigsburg berichtet. Dem Untersuchungsausschuss in Berlin lagen allerdings nur 3 Stellen vor. In 11-jähriger Tätigkeit 3 Stellen über Ludwigsburg. Dieses Material muss offensichtlich durch die Bundesanwaltschaft gefiltert worden sein. Thomas Starke ist heute einer der Beschuldigten im NSU-Verfahren. Im Prozess gibt es ja 5 Angeklagte, nach wie vor 9 Beschuldigte. Einer dieser 9 Beschuldigten ist Thomas Starke, gegen den wird nach wie vor ermittelt, wegen Beihilfe. In der aktuellen Anklageschrift findet sich keine einzige Spur zu Thomas Starke. Der Bundesanwaltschaft ist es bisher gelungen, den Namen Thomas Starke vollkommen aus den Akten rauszuhalten. Die zweite Person, Michael Dangel aus Heilbronn. Michael Dangel hat 1993 diese Skinhead-Party, die 1000-Dosen-Party, organisiert. Im bürgerlichen Beruf Steuerberater, im politischen Beruf Rechtspopulist und Neonazi, aktiv bei Pro Heilbronn, DVU-Chef von Baden-Württemberg, Kontakte zur NPD und so weiter und so fort. Michael Dangel hat auch Beziehungen nach Jena. Nachgewiesen ist, dass er in Jena Vorträge gehalten hat, in der rechten Szene, in Burschenschaften. Und mit der Personalie Michael Dangel hängt unmittelbar die Personalie Nicole Schneiders zusammen. Nicole Schneiders, aktuell die Verteidigerin des Angeklagten Ralf Wohleben. Nicole Schneiders, geborene Schäfer aus Öhringen, hing jahrelang mit Michael Dangel zusammen, war mit ihm unterwegs in der rechten Szene. Und ihr Weg führte sie auch nach Jena. Nicole Schneiders studierte in Jena etwa 3 Jahre, von 2000 bis 2002 oder 2003. War in Jena in der NPD aktiv, Funktionärin, war die Stellvertreterin von Ralf Wohleben. Ralf Wohleben war NPD-Chef von Jena, die Stellvertreterin war Nicole Schneiders. Nicole Schneiders verkehrte in Jena in dem Haus der Burschenschaft Normania, ging da ein und aus. Und in diesem Haus gingen auch ein und aus, unter anderem Ralf Wohleben und André Kapke, ein neuer Name, André Kapke. André Kapke, ein wesentlicher Neonazi aus Jena, aktiv im Thüringer Heimatschutz, auch einer der Beschuldigten nach wie vor in diesem Verfahren.
gegen ihn wird auch nach wie vor ermittelt. Nicole Schneiders wurde, wie man vor etwa einem Jahr erfahren hat, oder wird immer noch, wird zumindest, oder sagen wir so, seit Mitte der 90er Jahre vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet, zusammen mit Michael Dangel. Sie wird also seit fast 20 Jahren beobachtet. Wie wir aus dem Gallbericht wissen, wurde sie auch mehrfach zusammen mit ihrem Mann auf eine Mitarbeit angesprochen. Sie soll aber abgelehnt haben. Interessant ist, dass die Jenaer Jahre, es gibt Leute, die haben die Akten, ich selber habe die Akten nicht, aber es gibt Leute, die konnten Einsicht nehmen in diese Akten, Verfassungsschutzakten, und die haben mitgeteilt, dass die Jenaer Jahre sich in diesen Akten nicht finden. Wie auch immer, muss das Landesamt für Verfassungsschutz, ob Nicole Schneiders jetzt Fahrfrau geworden ist oder ob Nicole Schneiders nur Zielobjekt war, der Verfassungsschutz von Baden-Württemberg muss über Nicole Schneiders Einsicht in die Szene von Jena bekommen haben. Nicole Schneiders unklar, ob Fahrfrau oder nicht. Bei Ralf Wohleben ist es schon klarer. Es gibt einen Kronzeugen, einen ehemaligen Bundesanwalt, der den Namen Wohleben auf einer Liste von V-Leuten in NPD-Vorständen gesehen hat. Wir müssen davon ausgehen, dass Ralf Wohleben tatsächlich V-Mann war. Ebenso seine damalige Freundin in Jena, Juliane Walter, war V-Frau. Juliane Walter hatte nach dem Untertauchen des Trios Zugang zur Wohnung von Uwe Mundlos. Sie hatte den Schlüssel zur Mundlos-Wohnung. Damit hatte der Verfassungsschutz nach dem Untertauchen des Trios Zugang zur Wohnung von Uwe Mundlos. Nicole Schneiders kam in Jena nicht nur in Kontakt mit Ralf Wohleben, André Kapke, sondern auch mit Tino Brandt. Tino Brandt, der ist vielleicht bekannt, der nächste aktive Neonazi, aus Thüringen, Aktivist des Thüringer Heimatschutzes und gleichzeitig Verfassungsschützer, V-Mann des Verfassungsschutzes von Thüringen, der nächste Woche in München 3 Tage lang vernommen werden soll. Tino Brandt, diese Sache ist nicht aufgeklärt, war Eigentümer eines Hauses in den Jahren 2004 bis 2008 in Kochersteinsfeld nördlich von Heilbronn. In diesem Zeitraum fiel der Polizistenmord von Heilbronn. Die verantwortlichen Kriminalpolizisten von Baden-Württemberg und der Innenminister sagen, Tino Brandt habe in dem Haus nicht gewohnt. Sie sagen uns bisher nicht, wer in dem Haus gewohnt hat. Die Sache ist nicht ermittelt. Der dritte Name, Markus Friedl, der 1993 an diesem Treffen in Heilbronn teilnahm. Markus Friedl kommt aus Sachsen. Ist von Sachsen nach Heilbronn gezogen, war in Sachsen aktiv bei dieser Neonazi-Organisation Blood and Honor und dann in der Nachfolgeorganisation Furchtlos und Treu. Markus Friedl war 1983 schon in Heilbronn, hat eine Lehre gemacht, hielt nach wie vor den Kontakt zu den ostdeutschen Gesinnungskameraden, taucht zum Beispiel auf in Jena im Zusammenhang mit einer Kreuzverbrennung in Jena in der Manier des Ku Klux Klans, die sogar fotografisch dokumentiert ist. An dieser Kreuzverbrennung hat Markus Friedl teilgenommen, das Trio teilgenommen, Ralf Wohleben teilgenommen, André Kapke teilgenommen, die Angeklagten Holger Gerlach und Carsten Schulze teilgenommen, auch Markus Friedl. Der Name von Markus Friedl ist auf dieser berühmten Mundlos-Garagenliste zu finden. Und Markus Friedl begegnet in den 90er Jahren im Knast einem gewissen Thorsten Ogertschnik aus Heilbronn, der auch in der rechten Szene sich bewegt hat. Sie kommen in Kontakt.
Nach der Haftentlassung bleibt dieser Kontakt. Thorsten Ogertschnig fährt nach Ostdeutschland, nach Thüringen, Sachsen, zu seinen neuen Gesinnungskameraden. Und er wird besucht von Kameraden aus dem Osten in Heilbronn. Im Jahre 2003 drängt es Thorsten Ogertschnig, den Sicherheitsbehörden von Baden-Württemberg etwas mitzuteilen. Daraufhin schickt das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg einen Beamten zu ihm und Thorsten Ogertschnig berichtet, dass er Kontakt hat im Jahre, wir sind im August 2003, dass er Kontakt hat zu einer ostdeutschen rechtsterroristischen Organisation, vergleichbar mit der RAF, nur rechts. Er nennt den Namen NSU, diese Organisation würde sich NSU nennen. Er nennt 5 weitere Namen, also er hat Kontakt zu dieser Gruppe, er ist Bestandteil dieser Gruppe, er sollte für die Gruppe in Heilbronn eine Bank ausfindig machen, die man überfallen wollte. Er nennt 5 weitere Namen, einer dieser 5 Namen war Mundlos. Das weiß die Öffentlichkeit durch die Aussage dieses Verfassungsschutzbeamten im Berliner Untersuchungsausschuss im September 2012. Dieser Verfassungsschutzbeamte, Günther S., ihn kürze ich jetzt ab, weil er mich gebeten hat, weil er große Schwierigkeiten hat nach seiner Aussage und er hat mich gebeten, ihn so weit wie möglich zu verstecken, aber mehr verstecken können wir ihn nicht. Günther S. sagt weiter aus im Untersuchungsausschuss, dass er den Bericht dieses Hinweisgebers über eine rechtsterroristische Gruppierung namens NSU und er schreibt 5 Namen dezu auf. 9 Jahre später erinnert er sich nur noch an Mundlos. Dann im Landesamt für Verfassungsschutz auf Geheiß von oben vernichten musste. Dieser Bericht sollte nicht in die Akten. Im Frühjahr 2013 erfährt man im Untersuchungsausschuss, dass dieser Thorsten Ogertschnig, dieser Hinweisgeber, V-Mann war. V-Mann des Landesamtes für Verfassungsschutz von Baden-Württemberg. Das sagt der ehemalige Präsident des LfV, Helmut Ranacher. Im Sommer 2013 veröffentlichen 3 Zeitungen die Phantombilder von Heilbronn, die die Polizei nach dem Polizistenmord an Michael Kiesewetter aufgrund von Zeugenaussagen erstellen ließ. Phantombilder, die eine Frau zeigen und 12 verschiedene Männer, mögliche Beteiligte, mögliche Täter, mögliche Zeugen. Mehrere Zeugen sahen insgesamt 3 blutverschmierte Männer. Um 14 Uhr rum, kurz nach dem Attentat, 3 blutverschmierte Männer in der Nähe der Theresienwiese. Jetzt muss man wissen, dass kein einziges dieser Phantombilder auch nur im geringsten Uwe Mund. Jetzt passiert aber Folgendes. Als diese Phantombilder veröffentlicht wurden, meldet sich der Verfassungsschützer, inzwischen der pensionierte Verfassungsschützer Günther S., beim Innenministerium in Stuttgart und teilt mit, eines dieser Phantombilder zeigt seinen damaligen Hinweisgeber Thorsten Ogertschnig. Soll ein V-Mann am Anschlagstag auf der Theresienwiese am Anschlagsort gewesen sein? Das Innenministerium, das LKA und das LfV reagieren reflexartig und behaupten, es gibt keine Ähnlichkeit von Thorsten Ogertschnig mit nur einem dieser Phantombilder. Man kann sich vom Gegenteil überzeugen. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Phantombild Nummer 8, das diesen Thorsten Ogertschnig zeigen soll, und einem Passbild von Thorsten Ogertschnig. Der Zeuge, der Heilbronner Bürger, nach dessen Angaben dieses Phantombild erstellt wurde, erinnert sich
auch 6 Jahre später noch ganz genau an die Situation. Er fuhr ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Anschlag mit dem Fahrrad über die Theresienwiese. Damals wurde das Frühlingsfest aufgebaut, Schaustellerfamilien, die beschäftigt waren, und ihm fielen vier Männer auf, die eben nicht beschäftigt waren, die keine Schausteller waren, die dort warteten. Ihm sind sie aufgefallen, weil sie in einer Wartehaltung waren. 2 Männer hockten und 2 Männer standen vor einem alten Wohnwagen, einachsigen Wohnwagen, und deshalb sind ihm diese Männer aufgefallen, weil die den Anschein machten, als ob die auf irgendetwas warten. Und den Mann, von dem er ein Phantombild hat erstellen lassen, beschreibt er als etwa 1,90 Meter bis 2,90 Meter bis 2 Meter großen Mann. Und Menschen, die mit Torsten Ogertschnik zu tun hatten, beschreiben Torsten Ogertschnik auch als etwa 1,90 Meter großen Mann. Diese Sache gehört ermittelt. Es wird nicht ermittelt. Es gehört ermittelt, wo war Torsten Ogertschnik am 25. April 2007? Hat er ein Alibi? War er auf der Theresienwiese? Und wenn ja, warum? Wir haben damit, ich komme gleich zum Schluss, noch 2 Punkte. Wir haben damit möglicherweise einen V-Mann am Anschlagsort Theresienwiese. Gesichert ist aber, dass es nicht der einzige ist. Einer der Zeugen, die blutverschmierte Männer gesehen haben, ist ein V-Mann der Heilbronner Polizei. Er hat einen blutverschmierten Mann gesehen, der auf ein Auto zugerannt ist, das mit laufendem Motor dastand. Der Fahrer rief dabei, dabei und ist dann mit quietschenden Reifen davongefahren. Und weil er V-Mann war, war die Aussage für die Ermittler von Bedeutung, also ein glaubwürdiger Zeuge, und deshalb wurde ein Phantombild veröffentlicht. Damit hatten wir schon möglicherweise 2 V-Leute in der Nähe der Theresienwiese. Bestätigt ist weiterhin, dass sich ein Verfassungsschutzbeamter am Tattag nach Heilbronn auf den Weg gemacht hat, um dort einen Informanten zu treffen. Und er hat ihn auch getroffen. Damit haben wir schon 3 mögliche V-Leute und einen Hauptamtlichen in Heilbronn am Tattag. Doch damit nicht genug. Die Heilbronner Polizei, das geht aus den Akten hervor, hat Informationen von 2 weiteren V-Personen bekommen über mögliche Täter des Anschlages von Heilbronn. Wo die sich genau aufgehalten haben und zu welchem Zeitpunkt, geht aus den Akten nicht hervor. Sie müssen sich aber in zeitlicher und räumlicher Nähe zur Tat bewegt haben. Damit hätten wir schon 5 mögliche V-Leute und einen Hauptamtlichen am Anschlagsort Theresienwiese am 25. April 2007. Jetzt gibt es noch die zusätzliche Spur von 2 FBI-Agenten, die ich an dem Punkt aussparen will. Dazu können wir vielleicht nachher kommen. Das ist eine ganz aktuelle Geschichte, dass also möglicherweise noch 2 FBI-Agenten, da gibt es auch Belege dafür, in den Akten auf der Theresienwiese waren. Dazu kann ich nachher noch was sagen, wenn Interesse besteht. Ich will an dem Punkt Schluss machen, ohne aber noch zu sagen, dass die eigentliche Nachricht ist, all das, was ich jetzt vorgetragen habe, was sozusagen von Dutzenden von Opferanwälten und Abgeordneten in den Untersuchungsausschüssen, von Prozessbeobachtern und Journalisten in mühseliger Kleinarbeit seit 3 Jahren an die Oberfläche gezogen wird, Stückchen für Stückchen, dass das bei den Polizei- und Verfassungsschutzbehörden bekannt ist, im Detail bekannt ist, das Ganze. Das heißt, der NSU-Skandal ist ein doppelter Skandal. Wir haben die Mordserie, die nicht verhindert wurde, und wir haben seit 2011 eine unfassbare Verhinderung der Aufklärung. Das ist das Problem. Vielen Dank, Thomas, für die aufschlussreichen Erläuterungen.
Jetzt wird Friedrich Burschel weitermachen und über seine Erfahrungen mit der Prozessbeobachtung berichten. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sprechen kann. Ich bin auch sehr dankbar, dass Thomas als Erster reden konnte, weil deutlich wird, dass diese Fülle an Namen und Details, die alleine er jetzt in seinen 20 Minuten genannt hat, sind ja nur ein Aspekt, der ungeklärt ist, eine Ungereimtheit. Und wenn Sie sich jetzt 12 Komplexe vorstellen, sage ich jetzt mal ins Blaue hinein, die ähnlich kompliziert und detailreich ungeklärt sind oder ungeklärt gehalten werden, dann kann man sich ungefähr die Dimension dessen vorstellen, was noch aufzuklären wäre. Ich will jetzt da gar nicht weiter einsteigen, weil obwohl das doch durchaus ein Aspekt ist, der viele, die den Prozess beobachten oder auch den gesamten NSU-Komplex beobachten, Informationen sammeln, sind im Moment in einer echten Krise, weil die Fülle dessen, was zu bearbeiten wäre, ist so gigantisch groß. Allein das, was auf Blättern Papier steht, ist so unübersehbar. Es gibt 350.000 Seiten Ermittlungsakten. Es gibt Abschlussberichte von Untersuchungsausschüssen, Bundestagsuntersuchungsausschuss, glaube ich, 1.400, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Es gibt Sondervoten, es gibt Bücher, immer mehr Bücher. Eines davon auch herausgegeben von Andreas Förster, wo auch Thomas sehr, sehr gute Beiträge drin hat. Die liegen, glaube ich, auch da hinten auf. Andreas Förster hat am Anfang des Prozesses einen längeren Artikel geschrieben, in dem er die Ungereimtheiten aufgezählt hat, die der Prozess doch bitte auflösen soll. Und von diesen Ungereimtheiten, die sehr gut zusammengetragen sind von Andreas Förster, von diesen Ungereimtheiten ist noch nichts aufgeklärt. Obwohl wir im 123. Prozesstag stehen, morgen ist der 124. Das, was im Prozess vorangeht, ist überaus schleppend. Vieles von dem, was wir im Prozess hören, war bereits bekannt, wird nochmal durchgekaut. Zum Teil sind es Vernehmungsbeamte, die die Vernehmung von Zeugen vortragen, die nun nicht mehr im Gericht aussagen wollen, unter anderem Thomas Starke, den Thomas genannt hat, der sich also aufgrund möglicher Selbstbelastung weigert, vor Gericht auszusagen. Jetzt kommen ein halbes Dutzend Vernehmungsbeamte, die ihn vernommen haben und erzählen uns, was er gesagt hat. Also so viel indirekte Rede kann man gar nicht denken. Und vor diesem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund, dass im Gerichtssaal im Laufe einer Woche häufig mehrere Tatkomplexe, mehrere offene Fragen durchgenommen werden, also ein ziemliches Themenhopping stattfindet, überfordert nicht nur Leute, die im Gerichtssaal sind und den Prozess beobachten, sondern natürlich auch eine weitere Öffentlichkeit. Also Menschen wie ihr, wie Sie, die regelmäßig Zeitung lesen, die regelmäßig sich versuchen, auf dem Laufenden zu halten, was NSU angeht und die definitiv nicht mitkommen können bei dieser Fülle von Informationen. Es hat 4 Untersuchungsausschüsse gegeben im Bundestag, das ist bekannt. Thüringen, fantastischer Untersuchungsausschuss, der eigentlich Pionierarbeit geleistet hat, in ganz vielen Fragen sehr viele Dinge aufgedeckt hat. Sachsen und Bayern. Es wird Untersuchungsausschüsse geben, sehr, sehr toll in Hessen, wo auch nochmal ein großer, ungereimter Komplex Andreas Temme aufgearbeitet werden kann und welche Rolle der damalige Innenminister, heutige Ministerpräsident Volker Bouffier in dieser ganzen Sache gespielt hat. Ihr werdet euch erinnern, Andreas Temme war zur Tatzeit bei der Ermordung von Halit Yozgat am 6. April 2006 in dessen Internetcafé anwesend. Und sein Verhalten danach ist mehr als nur ungereimt und verdächtig. Das ist also himmelschreiend. Er hat als Erstes gesagt, er ist nicht dort gewesen. Dann, als klar war, dass er dort war, hat er gesagt, ja, kann sein, dass ich dort war, aber nicht am Tattag. Dann stellte sich heraus, jawohl, er war doch am Tattag dort. Dann hat er gesagt, ich war vielleicht am Tattag dort, aber nicht zur Tatzeit. Und als dann herauskam über seine Einlogdaten, dass er genau zur Tatzeit in diesem Internetcafé war, hat er gesagt, ja gut, kann sein, dass ich zur Tatzeit dort war, aber ich habe nichts mitbekommen. Also und wir haben diesen Mann 5 lange Tage im Gerichtssaal
hören dürfen. Es war also wirklich ein Grauen, ein Winden, ein sich hinter Erinnerungslücken verstecken. Etwas, was wir in diesem Gerichtssaal ohnehin ununterbrochen erleben müssen, dass vor allen Dingen Zeugen aus der Nazi-Szene sich dumm geben, mit vorgefertigten Formulierungen Erinnerungslücken vortäuschen, sich rauswinden, versuchen, die Dinge schön zu reden, die herumopfern, möchte ich mal sagen, die sich selbst als Opfer von Verfolgung und so weiter darstellen. Es ist das blanke Grauen und man kommt ein bisschen in eine Krise rein, weil man sich irgendwie denkt, es geht nichts voran. Es ist Stagnation. Es liegen ja auch Wochen hinter uns, wo permanent irgendjemand nicht gekommen ist, irgendein Zeuge krank war. Dann war Beate Zschäpe eine Woche lang krank. Da sind Leute wie ich eine Woche lang in München, also 3 Tage in München rumgesessen und haben immer nur drauf gewartet, findet nicht statt, weil Frau Zschäpe krank ist. Also das waren an einem Tag 5 Stunden, am zweiten Tag waren wir alle da, da wurden wir sofort wieder nach Hause geschickt, also waren umsonst gekommen, und an dem letzten Tag hat es nochmal 2,5, 3 Stunden gedauert, bis die Entscheidung fiel, heute ist kein Gerichtstag. Also mit solchen zähen Entwicklungen müssen wir dort umgehen, müssen damit klarkommen. Es ist vor allen Dingen, und das möchte ich nochmal unterstreichen, für die Angehörigen, die diesen Prozess beobachten, eine Zumutung sondergleichen, was sich in diesem Gerichtssaal abspielt. Es ist ja so, dass in diesem Prozess, ich werde mal versuchen, das ein bisschen systematisch, dass wir uns diesen Gerichtssaal und das, was dort stattfindet, systematisch anschauen. Wobei es mir auf der anderen Seite wichtig ist, und ich denke, das ist auch schon ein bisschen rübergekommen, der Gerichtssaal alleine darf keinesfalls der einzige Punkt sein, auf dem unsere Aufmerksamkeit ruht. Der Fokus muss auf jeden Fall geöffnet werden. Jede Woche passiert irgendetwas außerhalb des Gerichtssaals, was im NSU-Komplex einem die Haare zu Berge stehen lässt. Ob das der Tod etwa eines V-Mannes im Zeugenschutzprogramm ist, Thomas Richter aus Halle, HJ Tommy, wie er genannt worden ist, der als V-Mann Corelli viele, viele Jahre, ich glaube 15 Jahre oder sogar länger, 18 Jahre für das Bundesamt für Verfassungsschutz gearbeitet hat, wird von 2 Verfassungsschutzmitarbeitern in seiner Zeugenschutzwohnung tot aufgefunden. Es ist der 2. Zeuge, der während des laufenden Prozesses stirbt. Es ist bereits hier in Baden-Württemberg ein Zeuge, Florian Heilig, in seinem Auto verbrannt, auf dem Weg zum Landeskriminalamt zu einer Aussage. Also das sind alles haarsträubende Geschichten, die außerhalb des Gerichtssaals stattfinden und zunächst mal scheinbar nichts wirklich mit dem Prozess zu tun haben. Ich bin aber davon überzeugt, dass es auf jeden Fall sehr wohl etwas mit diesem Prozess zu tun hat. Jetzt hast du es schon angedeutet, Thomas, seit dem ersten Tag wogt die Auseinandersetzung im Grunde genommen zwischen der Nebenklage auf der einen Seite und der Bundesanwaltschaft auf der anderen Seite. Es sitzen da 4 Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts im Sitzungssaal unter Leitung von Herrn Diemer. Und die, ja, wie soll man sagen, sind so eine Art Hüter der Staatsräson. Also sie haben dafür zu sorgen, dass jenseits der Anklageschrift, ein auch 480 Seiten langes Konvolut, dass jenseits dieser Anklageschrift keine, wie soll ich mal sagen, zu weit führenden oder unangenehmen Fragen gestellt werden. Das heißt also immer, wenn jemand mehr wissen will, als was in der Anklageschrift drinsteht, grätscht die Bundesanwaltschaft rein, beanstandet Fragen, die gestellt worden sind, meistens von Seiten der Nebenklage, oder agiert sogar politisch. Also ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Wir hatten Carsten R. da, sage ich jetzt mal den Namen nicht, obwohl es eigentlich egal ist, weil die Hälfte von denen heißt irgendwie Thomas mit Vornamen und irgendwie Richter mit Nachnamen oder sonst irgendwas. Also wir hatten da einen jungen Mann, der dem NSU eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat in Chemnitz. Er hat die angemietet unter seinem eigenen Namen und dort konnten die 3 bekannten Leute eine Zeit lang wohnen. Und der hat sich auch so gewunden, hat gesagt, also so getan, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, dass man Freunden in so einem Fall eine Wohnung zur Verfügung stellt. Er hat dann auch so argumentiert, dass er zu der Zeit bei der Bundeswehr war. Und bei der Bundeswehr lernt man ja schließlich auch Kameradschaft. Und Kameradschaft bedeutet, für seine Freunde und Kameraden eben gerade zu stehen. Und er hat keine Fragen gestellt, hat diese Wohnung angemietet, das war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Und auf Nachfrage von Nebenklagevertreterinnen kam er zu dem Punkt, dass er gesagt hat,
bei der Anmietung der Wohnung war es ihm egal, ob die einen Schokoriegel geklaut haben oder Menschen umgebracht haben. Und dort, in diesem Moment, wo man diesen Typen endlich geknackt hatte, kam wieder die Bundesanwaltschaft, beanstandete die Frage mit den Worten, also diese Frage geht es nun wirklich zu weit, wir sind ja hier schließlich nicht das jüngste Gericht. Also und auf diesem Niveau findet der Schlagabtausch bisweilen statt und es lässt tief blicken, was die Bundesanwaltschaft da drin für eine Politik fährt. Die Bundesanwaltschaft, das muss man auch dazu sagen, bietet Journalisten gelegentlich Hintergrundgespräche an. Das sind Gespräche nach offiziellen Pressekonferenzen und so weiter, wo sie dann Journalisten in ein Hinterzimmer oder ein Nebenzimmer bitten. Die müssen eine Vertraulichkeitserklärung abgeben und dort wird dann ordentlich vom Leder gezogen. Über Nebenklageanwälte, über bestimmte Journalisten, die bestimmte Dinge schreiben, die völlig lächerlich sind und zu weit gehen. Also die Bundesanwaltschaft macht ganz klar Politik, um zu verhindern, dass die unangenehmen Fragen, von denen es einfach Dutzende gibt, gestellt werden können. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dass wir uns immer mal wieder diese Nebenklagevertretung anschauen. Das sind über 50 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die die Angehörigen, Opferangehörigen und auch Opfer zum Beispiel von dem Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße vertreten. Die sind jetzt kein monolithischer Block, das sind nicht alles engagierte Juristen, aber es gibt doch, würde ich mal sagen, zwischen 15 und 20 richtig tolle Nebenklagevertreterinnen und Vertreter, vor denen ich also wirklich nur meinen Hut ziehen kann, die in wirklich nächtelanger Arbeit Beweisanträge zusammenschreiben, zusammentragen, die den Prozess entscheidend weiterbringen könnten, die aber zum Teil einfach in der Schwebe gehalten werden. Ich möchte das an einem Beweisantrag nachvollziehbar machen. Die Kanzlei Blivier Dierbach-Kienzle, die die Familie Joskat aus Kassel, also die Familie von Halit Joskat, vertritt, die haben am 23.06.2013, also vor über einem Jahr, einen Beweisantrag gestellt, im Zusammenhang mit einem Konzert einer Nazi-Band in Kassel. Und das, dieses Konzert war zwei Wochen vor der Ermordung auf der einen Seite am 4. April 2006 Mehmet Kubacics in Dortmund und am zwei Tage später, am 6. April 2006, wie ich schon erwähnt habe, Halit Joskat. Diese Zusammenhänge, die Sie dort versuchen, in diesem Beweisantrag nachzuweisen, gehen dahin, dass bei diesem Konzert nicht nur mundlos Böhnhardt und möglicherweise auch Beate Zschäpe anwesend war, sondern auch noch zwei V-Leute, da sind wir wieder beim Thema, und unter anderem Robin Schmiemann. Und Robin Schmiemann ist bekannt geworden dadurch, dass er heute Briefpartner von Beate Zschäpe ist, von Knast zu Knast. Und es scheint so zu sein, dass sie sich möglicherweise schon vorher gekannt haben. Und dieser Robin Schmiemann nun wieder, und da machen wir noch ein weiteres Kapitel auf, hat engste Verbindungen zu Combat 18 in Großbritannien. Das ist im Grunde so etwas wie der terroristisch-militante Arm von Blood and Honor. Da gibt es freundschaftliche Beziehungen, die sich nachweisen lassen. Auch da, was die internationalen Beziehungen, Verbindungen, Hilfestellungen, Geldtransfers und so weiter angeht, das ist im Gerichtssaal so gut wie kein Thema. Nochmal zurück zur Nebenklage. Und dieser Beweisantrag schwebt im leeren Raum seither, seit über einem Jahr. Und so ergeht es einigen dieser brillanten Beweisanträge. Ich kann es nicht anders nennen. Und diese Nebenklage vertritt die Angehörigen, ich habe es gesagt, und die Opfer der Terroranschläge des NSU. Und die haben es tatsächlich schwer, sich gegen die Bundesanwaltschaft durchzusetzen, weil natürlich auch der Vorsitzende Richter in der Regel eher dazu tendiert, der Bundesanwaltschaft Recht zu geben und Dinge zurückzuweisen, Fragen zu beanstanden und die Beweisanträge eben auch in der Schwebe zu halten. Das ist nicht immer so, da muss man auch dem Gericht gegenüber, also dem Vorsitzenden Richter gegenüber gerecht sein, aber es ist doch in der Tendenz häufig so. Die Angehörigen selber sind kaum noch im Gerichtssaal vertreten. Das hat seine Gründe. Gerade am Anfang, als es wirklich noch um die Mordtaten ging, das waren harte Tage. Dort wurden Tatortfotos mit den Erschossenen
gezeigt im Gerichtssaal. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ja ein fensterloser Bunker, nur mit indirekter Beleuchtung, wo man drin zu bleiben hat, wenn man mal drin ist, weil man sonst seinen Anspruch auf den Sitzplatz verliert, als Journalist oder als Zuhörerin und Zuhörer. In den Mittagspausen darf man auf so einen Treppenabsatz, der mit so Holzwänden zu einer Art Gehege umfriedet ist, wo Wasserspender und ein Kaffeeautomat stehen und so. Und diese Bilder von den erschossenen Menschen und von den Leichen der vom NSU Erschossenen werden auf die Leinwände links und rechts an den Seitenwänden dieses Gerichtssaals projiziert. 2 auf 3 Meter, würde ich sagen, also CinemaScope fast. Und das ist natürlich für die Angehörigen ein Wahnsinn, sich das anzuschauen. Vor allen Dingen, wenn vorne eine Angeklagte sitzt, Beate Schäpe, die völlig ungerührt ist, völlig unbeteiligt. Man hat das Gefühl, sie hat mit dieser ganzen Sache nichts zu tun. Man hat das Gefühl, es ging um einen Eierdiebstahl und nicht um 10-fachen Mord, um mindestens drei schwere Sprengstoffanschläge und ja auch noch 15 Raub- und Banküberfälle. Die Angehörigen, die aufgetreten sind, für auch das Zumutungen, wenn sie als Zeugen quasi auf Armeslänge von Beate Schäpe entfernt sitzen müssen und müssen dort zum Beispiel über die psychischen Folgen der Ermordung ihres Verwandten etwas sagen, das fällt schwer, wenn man dort jemanden gegenüber sitzt, der einem das Gefühl gibt, das sei alles läppisch. Beate Schäpe als Figur, die im Zentrum steht, das ist ja ein Vehikel der Entpolitisierung, dieses sich darüber zu echauffieren. In vielen, vielen Zeitungsartikeln darüber war sie heute irgendwie blasser als gestern. Hat sie gelacht? Hat sie mit ihrem Anwalt geschäkert? Was hat sie heute an? Ist ihre Weste wirklich Telekom Magenta rot? Solche Dinge werden dort erörtert. Jeden Tag derselbe Ablauf. Sie kommt herein, ein paar Trippelschritte wie auf einem Laufsteg und dann dreht sie sich wie in einer Pirouette in die schützende Körperbarriere ihrer drei Verteidigerinnen und Verteidiger. Beate Schäpe ist tatsächlich ein Faszinosum auf der einen Seite, dem man sich selber auch nicht entziehen kann, aber über sie läuft auch ganz viel Entpolitisierung. Es geht dann wirklich nur um die Sphinx, wie der Spiegel zum Beispiel geschrieben hat, oder die Diva. Die Angehörigen werden, und das zeichnet sich immer mehr ab, ich denke, ich muss auch langsam zum Schluss kommen, die Angehörigen werden in diesem Prozess definitiv nicht bekommen, was sie sich sehnlichst wünschen, nämlich zu erfahren, was ist da wirklich passiert, wie ist es wirklich gewesen und das ist wirklich die Generalfrage der Angehörigen, wie viel Staat steckte im NSU, in welcher Form nun auch immer, ob nur im Gewährenlassen, ob wie jetzt auch, ich lese gerade das sehr, sehr dicke Buch von Steffen, wo auch nochmal der Begriff von Versagen und Pannen sehr, sehr deutlich wird, wie viel da auch einfach nur schiefgelaufen ist, wie viel Staat steckte im NSU drin, Gewährenlassen, Verstrickung, gutheißen, man weiß es nicht, man kann es nicht ganz genau sagen, aber das ist das, was die Angehörigen, die Opferangehörigen wissen wollen und ich fürchte, viele arbeiten jetzt ganz stark darauf hin, dass es zu einem Urteil kommt und wir dann endlich in Anführungszeichen ein Ei über das Thema NSU hauen können. Und wie dieses Urteil aussieht, das wird sich auch noch zeigen. Es ist immerhin ein Befangenheitsantrag jetzt abgelehnt worden, ein Befangenheitsantrag abgelehnt worden und auch ein Haftverschonungsantrag für Ralf Wohlleben, wo das Gericht doch relativ deutlich gesagt hat, dass es keinen Zweifel an der Schuld bisher, im bisherigen Verfahren an der Schuld von Ralf Wohlleben, also Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum 10-fachen Mord, dass es da kaum Zweifel gibt. Also das kann alles noch in eine bestimmte Richtung gehen. Trotzdem wird uns das Thema noch sehr, sehr lange beschäftigen, weil es auch die Untersuchungsausschüsse gibt. In Baden-Württemberg ja leider Gottes nicht. Das ist sehr bedauerlich. Ich glaube, kein anderes Land hätte es so nötig wie Baden-Württemberg, dass hier wirklich gründlich aufgearbeitet wird, was da alles an Irrwitz gelaufen ist im Zusammenhang mit der Ermordung von Michelle Kiesewetter. Du hast den Ku Klux Klan noch gar nicht genannt. Das sind alles noch so einzelne Aspekte, die da mit reingehören. Kurz und gut,
im Gerichtssaal zu sein, ist sehr frustrierend über weite Strecken, ist trotzdem noch an keinem Tag nicht mindestens ein Detail gewesen, was einem die Haare zu Berge stehen lässt. Und es ist, denke ich, absolut sinnvoll, diesen Prozess zu beobachten, denn das Agieren der Bundesanwaltschaft, aber auch die sehr, sehr guten Beweisanträge der Nebenklage sind etwas, was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen und woran wir auch weiter recherchieren müssen, ob als Antifa, ob als Journalistinnen und Journalisten und so weiter. Und wir haben auch vor, das bis zum, jetzt sage ich mal, bitteren Ende durchzuziehen. Urteilsverkündung soll Mitte nächsten Jahres erst sein. Wahrscheinlich werden wir nochmal 100-120 Prozesstage draufpacken müssen auf das, was wir jetzt schon haben. Vielleicht so viel als Eindruck, es gäbe noch durchaus etwas dazu zu sagen, dass in dem Zuschauerraum auch immer wieder bundesweit bekannte Nazis auftauchen, die sich da als Zuschauer reinsetzen, die also wirklich dreist sind ohne Ende, da passiert also gar nichts, sie können auch nicht wirklich nach rechtlichen Maßstäben rausgeschmissen werden. Das Publikumsinteresse ist immer noch sehr groß, der Angeklagte Eminger, der ja nicht in Haft ist, kommt jeden Tag in diesen Gerichtssaal rein, als würde er einer normalen Arbeit nachgehen, mit einer Aktentasche in der Hand, er kauft sich seinen Kaffee morgens in derselben Bäckerei, wo ich mir meinen Kaffee hole und dann steht er erst noch mal eine Viertelstunde vorm Gerichtssaal, raucht eine Zigarette und ja, bis eben diese Geschichte da losgeht, bei der er zwangsweise anwesend sein muss. Das sind auch schwer zu ertragende Umstände. Der fühlt sich da völlig wohl. Da gibt es sehr wenig Bewegung vor diesem Gerichtsgebäude. Damit meine ich auch stetigen Protest, stetiges Präsenz von Leuten, die sagen, wir haben das auf dem Schirm, wir beobachten das weiter. Ich kann also auch nur dafür werben, wer mal nach München kommt in der nächsten Zeit, sich die Zeit zu nehmen, sich den Gerichtssaal anzuschauen, das Gerichtsverfahren anzuschauen, das ist überhaupt kein Problem. Man kommt eigentlich in der Regel rein und es verändert tatsächlich die Perspektive, wenn man mal drin gewesen ist. Vielleicht so viel zum Einstieg und wir können ja dann gesprächsweise noch einzelne Aspekte ergänzen. Vielen Dank. Wie bei allem gibt es verschiedene Stände. Die Polizei, oder anders angefangen. Florian Heilig kam am 16. September 2013 ums Leben. Morgens um 9 Uhr brannte das Auto auf dem Cannstatter Wasen. Und die Männer, die gelöscht haben, haben dann festgestellt, da war eine Person drin, das war Florian Heilig. Florian Heilig sollte am Nachmittag dieses Tages um 17 Uhr vom LKA Baden-Württemberg vernommen werden zum Thema NSU. Das ist bestätigt, dass es diesen Termin geben sollte. Florian Heilig war mehrfach vernommen worden. Man muss es wahrscheinlich sagen, die Geschichte, was es mit Florian Heilig auf sich hat. Florian Heilig war zum Zeitpunkt seines Todes 21 Jahre alt. Er hat zum ersten Mal im Jahre 2011, manche gehen sogar bis zurück ins Jahre 2010, als er in der Ausbildung war, gegenüber Ausbildungsmitschülern davon gesprochen, dass er wisse, wer Michel Kiesewetter umgebracht hat. Seine Ausbilderin hat daraufhin Meldung gemacht und dann hat eben eine Vernehmung stattgefunden und Florian Heilig soll auch den Namen NSU genannt haben, also vor November 2011, bevor wir alle das erfahren haben, und den Namen einer anderen Organisation, NSS. Diese Sache ist aktenkundig und auch der Untersuchungsausschuss in Berlin hat davon Kenntnis. Allerdings auch wieder sehr gefiltert, nicht die gesamte Vernehmung, sondern nur einen Vermerk. Nachdem jetzt das Trio aufgeflogen ist, im November 2011, wurde Florian Heilig nochmal vernommen, im Januar 2012. Nachfragen von Journalisten bei der Bundesanwaltschaft, was denn diese Vernehmung ergeben hat, werden so beschieden, sie sei nicht tragfähig, es sei nichts dran. Und wir fragen uns natürlich, wenn da nichts dran war, warum er dann im September 2013 erneut vernommen werden sollte. Das ist die Vorgeschichte vor dem Todesfall. Der Todesfall ist nicht geklärt. Die Stuttgarter Polizei sagt, es handelt sich um Suizid.
Die Familie ist der Meinung, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es Suizid war. Die Stuttgarter Polizei geht sogar noch weiter. Er habe Liebeskummer gehabt. Er war aber in einer Beziehung mit einer Frau und die hatten sogar vor, sich zu verloben. Also der Tod ist nicht aufgeklärt. Eine Untersuchung der Leiche ist nicht mehr möglich, weil die Leiche, es ist makaber, was davon übrig war, verbrannt wurde. Wir kommen bisher an die Akten nicht ran, weil das Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist. Interessant ist, dass das Bundeskriminalamt der Meinung ist, eigentlich den Fall Florian Heilig müsse man untersuchen. Aber da die Stuttgarter Polizei die Ermittlungen eingestellt hat, hat das Bundeskriminalamt offensichtlich keine Möglichkeit zu ermitteln. Die Sache gehört ermittelt. Die Sache gehört in einen Untersuchungsausschuss. Es müssen die Akten her. Es gibt Gerüchte. Es gibt Gerüchte darüber, dass Gerichtsmediziner festgestellt haben, bevor, was übrig war von dem Florian Heilig, eingeäschert wurde, er Knochenbrüche gehabt haben soll. Die Familie hat nicht die Erlaubnis gegeben, den Sohn einzuäschern, Sohn und Bruder einzuäschern. Er wurde eingeäschert ohne Zustimmung der Familie. Die Stuttgarter Polizei behauptet, er habe mit einem Kanister in der Shell-Tankstelle da am Wasen das Benzin geholt, sich damit übergossen und angezündet. Wir haben die Besitzer befragt, sie können sich nicht an einen jungen Mann erinnern. Es ist auffällig, wenn jemand mit Benzinkanister Benzin holt, ist, glaube ich, ziemlich auffällig. Die Tankstelle kann sich nicht daran erinnern, dass ein junger Mann Benzin geholt hat. Und die Tankstelle kann sich übrigens auch gar nicht an Vernehmungen durch die Polizei erinnern. Die wurden gar nicht befragt. Was passiert hier? Lügt die Stuttgarter Polizei? Das sind Dinge, die durch einen Ausschuss ermittelt werden müssten. Ein Ausschuss hat die Möglichkeit, an Akten ranzukommen. Der Fall Florian Heilig muss dringend sozusagen untersucht werden. Die jüngste Information, die ein Kollege von mir bekommen hat, im Gespräch mit einem LKA-Mitarbeiter, vor wenigen Wochen kamen die beiden auf den Fall Florian Heilig und der LKA-Mitarbeiter sagte nur, da ist einiges schiefgegangen. Richtig ist, dass er in dem Ausstiegsprogramm war, Big Rex, also er hatte Kontakte zur rechten Szene, es ist einiges schiefgegangen und die Familie und auch die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, was eigentlich der Fall Florian Heilig ist. Vielen Dank, Thomas. Ich habe auch an Friedrich noch eine Frage und zwar gab es von der Nebenklage einen Beweisantrag, dass Polizisten aus der Einheit von Michel Kiesewetter vernommen werden sollen und wonach es in keinster Weise so war, dass der Dienstplan von Michel Kiesewetter, dass sie an diesem Apriltag in Heilbronn Einsatz hatte, nicht dem im Revier bekannt war, sondern offen auslag. Was ist daraus geworden? Ja, also es ist bekannt, dass am Einsatztag 25. April 2007 einer der Gruppenführer dieser eingesetzten Bereitschaftspolizisten Timo H. war. Und Timo H. war einfach Mitglied des Ku Klux Klans. Zumindest in der Zeit, als er angeblich aktiv gewesen sein soll. Andere sagen, der war auch, nachdem er behauptet hat, nicht mehr aktiv zu sein, immer noch aktiv dort. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis, dass da eine verblüffende Nähe von einem rechtsgerichteten Polizisten zur erschossenen Michel Kiesewetter da war. Und wie dieser Dienstplan zustande kam und wie da noch Leute ausgewechselt worden sind, das ist nur in Andeutungen nachvollziehbar. Also es ist bisher offensichtlich in Böblingen bei der Bereitschaftspolizei Übung gewesen, dass man die Dienstpläne offen ausgehängt hat an einem schwarzen Brett, sodass also Leute auch sehen konnten, aha, der und der und der Kollege ist eingesetzt an dem und dem Tag. Und das war auch in diesem Fall so, dass das offen einsehbar war. Und dann hat es zwei Wechsel gegeben
wo Kollegen, einer Kollege ist ausgefallen, da ist dann Michel Kiesewetter reingegangen. Und dann war es aber nicht der Kollege, der ausgefallen ist, der ausgewechselt wurde, sondern ein anderer. Also das ist alles sowas von mysteriös. Und so ganz genau aufgeklärt ist das noch nicht, jedenfalls nicht im Gerichtssaal. Und es ist ja so, die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sind eigentlich dafür da, das Exekutivhandeln zu untersuchen. Das heißt also, das Handeln staatlicher Behörden. Deswegen kann das Gericht hier nur teilweise abhelfen. Das heißt also, das Gericht, und da man kann zur Bundesanwaltschaft stehen, wie man will, es ist tatsächlich so, dass die Strafprozessordnung bestimmte Dinge nicht wirklich erlaubt. Also da wird ein Verfahren dann doch eher eng geführt, so nach dem Motto, wir haben hier Angeklagte und deren Schuld- und Tatnachweise müssen wir erbringen. Und wir können uns nicht um alles kümmern, was in diesem Fragenkomplex drinsteht. Das wiederum kann ein oder könnte ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Und umso unverständlicher ist es, warum es den nun partout in Baden-Württemberg nicht geben soll. Welche Regierungsstellen, welche einflussreichen Persönlichkeiten verhindern, dass hier wirklich de profundis diese Frage nach dem Einsatz der Böblinger Bereitschaftspolizei am Todestag von Michel Kiesewetter, wie das abgelaufen ist, wer da seine Finger im Spiel hatte und wie dieser Timo H. da so in die Nähe dieser ermordeten Kollegin gekommen ist. Es gibt noch mehr ungereimte Fragen in diesem Zusammenhang. Es ist ja so, dass Michel Kiesewetter aus Thüringen kam, dass sie aus einem Ort kam, in dem ein Schwager von Ralf Wohlleben, einem der Angeklagten, eine Kneipe geführt hat. Also es kann sein, es ist möglich, auch das ist weder richtig untersucht worden, noch ist das richtig aufgearbeitet worden jetzt vor Gericht. Es ist durchaus möglich, dass es ein Kennverhältnis gegeben hat zwischen dieser Nazi-Szene aus Thüringen und Michel Kiesewetter. Und dann über bestimmte Nazi-Größen, wie zum Beispiel den toten Corelli, der auch beim Ku Klux Klan war, ob es da Verbindungen über diesen Corelli zu baden-württembergischen Polizeibeamten, die wiederum eine Nähe oder eine Mitgliedschaft beim Ku Klux Klan hatten. Also es sind alles ungeheuer viele Fragen, die unklar sind, die nur in Ansätzen mal angeschnitten worden sind, vor Gericht jetzt zumindest oder auch in den Untersuchungsausschüssen, und wo es also Fragen ohne Ende gäbe, die da im Raum stehen. Also ich denke mal, wenn die Veranstaltung das Ergebnis hätte, dass nochmal eine Kampagne aus diesem Raum hier rausgeht, dass es einen vernünftigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg geben soll, dann hat sie sich auf jeden Fall gelohnt. Eine Enquete-Kommission reicht nicht. Vielen Dank, Friedrich. Du hast für mich das Stichwort geliefert. Die VVN Baden-Württemberg betreibt seit Monaten eine Kampagne, dass ein Untersuchungsausschuss hier in Baden-Württemberg eingerichtet werden soll. In wenigen Tagen wird unsere Internetkampagne fertig sein, weil einfach die Zeit abgelaufen ist. Aber wir machen weiter, weil wir auch der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass diese Forderung nach einem Untersuchungsausschuss weiter am Leben bleibt und dass wir weiter Druck machen müssen. Vorhin sind ja Flyer verteilt worden mit der Forderung nach einem Untersuchungsausschuss. Also auch die kann man unterschreiben und die werden bei uns dann gesammelt und dann entsprechend weitergegeben und die Anzahl der Unterschriften publiziert. Inzwischen haben wir irgendwas über 3000 und jetzt gibt es eine Wortmeldung. Gibst du? Ich gebe das Mikro, es gibt's Mikro kurz rum und wird vielleicht, damit ich den Überblick behalte, dann die weiteren Wortmeldungen vielleicht bitten, sich ein bisschen bei mir zu gruppieren. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Aber jetzt gebe ich Ihnen erstmal das Mikro durch. Ich habe nur eine kurze Frage zu dieser Unterschriftensammlung. Ist das, das Mikro nur ist für nicht an. Diese Unterschriften, dürfen das nur Baden-Württemberger machen oder ganz Deutschland? Die Unterschriften, die wir jetzt gesammelt haben, kommen aus Baden-Württemberg, aus Deutschland und sogar aus Europa. Also man kann es weiter verbreiten. Mhm. Dankeschön. Guck, das funktioniert. Bisschen lauter. Ja, danke. Ich habe zwei Fragen. Einmal, gibt es denn eigentlich aktuelle, oder ist es bekannt, ob aktuell in dem Fall des Florian H., der ja angeblich Selbstmord gemacht haben soll, gibt es da eigentlich aktuell Ermittlungen? Gibt es da irgendwie, ist darüber was bekannt, umgegangen wird? Und das Zweite würde mich mal einschätzen jetzt als politischer
Dauerbeobachter des Untersuchungsausschusses NSU in Berlin, wie politisch eigentlich dieser Untersuchungsausschuss zu bewerten ist. Also was ist denn eigentlich jetzt auch die Konsequenz aus dem, was sozusagen an Erkenntnis oder Nichterkenntnis da ist? Weil die Frage stellt sich auch ein bisschen grundsätzlich. Das Instrumentarium Untersuchungsausschuss halte ich für sehr wichtig. Aber wo sind letztendlich die politisch weitergehenden Konsequenzen? Ich glaube, da gibt es auch viel Ratlosigkeit im Parlament. Nicht nur Ratlosigkeit, aber unter anderem Ratlosigkeit. Seid ihr einverstanden, dass wir sammeln? Weil ich glaube, es wird wahrscheinlich relativ viel Gesprächsbedarf geben und ihr habt dann die Möglichkeit, ein bisschen zusammenzufassen. Ist das okay für euch, dass wir vielleicht 3, 4? Ja. Zum Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg. Also im Bundestag ist es ja so, dass eine Fraktion einen Untersuchungsausschuss einfordern kann. Gibt es denn hier im Landtag keinerlei fraktionsübergreifende oder keine Fraktion, auch die Grünen oder ja, oder die so einen Untersuchungsausschuss fordern? Vielleicht noch ein Beitrag und dann würde ich sagen, dass es nicht zu viel wird, denn es dreht sich jetzt ja um den Untersuchungsausschuss, vielleicht auch die Frage, aber gerne auch zu anderen Dingen. Ja, ich hätte zwei Fragen. Nee, die eine Frage näher dran. Ist so okay? Ich hätte zwei Fragen und zwar die eine betrifft die V-Frau Krokus, die sich ja in Irland aufhalten soll. Und die aussagen wollte, die also stark darum gebeten hat, aber die man offensichtlich nicht aussagen lassen will, wie da jetzt der Stand ist oder was da der Gedanke sein könnte, weshalb man die nicht aussagen lassen will. Und die zweite wäre an Sie, Herr Moser. Also Sie haben sehr informative und tolle Artikel geschrieben über den Untersuchungsausschuss in Berlin und auch über NSU in Kontext. Also ich war da immer sehr erfreut und habe das auch mit Genuss gelesen, falls Genuss jetzt das richtige Ausdruck ist in diesem Zusammenhang. Und ich weiß, dass Sie nicht mehr schreiben. Ich habe da auch mit Kontext einen Schriftwechsel geführt, Gespräche geführt. Und es war für mich, es ist nicht aufgeklärt für mich und nicht nachvollziehbar, weshalb Sie da nicht mehr schreiben. Und wenn Sie da was sagen wollen oder können, würde ich das begrüßen. Danke. Thomas? Baden-Württemberg und Kontext, ja, ist wahrscheinlich eher konkret an dich gerichtet. Florian Heilig, auch da gibt es unterschiedliche Aussagen. Offiziell heißt es, es gibt keine Ermittlungen, die Todesermittlungen sind abgeschlossen, Suizid, kein Fremdverschulden und damit ist die Sache eingestellt. Einer unserer Autoren hat allerdings, der die Sache auch recherchiert, der in Schwäbisch Hall sitzt, hat bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart nachgefragt und die haben nicht gesagt, dass die Ermittlungen eingestellt sind, sondern dass bestimmte Sachen noch ermittelt werden. Also es sieht auch ein bisschen, das ist auch Politik, es wird auch Politik gemacht. Wenn ein Widerspruch sehr groß wird, also wenn sozusagen die Frage ist, es muss ermittelt werden, dann sagt eben die Behörde, wir ermitteln. Sozusagen, dann nimmt man den Druck raus. Ob sie tatsächlich ermitteln, ist eine ganz andere Geschichte. Also ich halte es für eine rhetorische Sache. Fakt ist, es muss ermittelt werden. Das muss die Öffentlichkeit auch fordern. Und wie vorhin gesagt, das wäre ein Themenpunkt dieses Untersuchungsausschusses. Der Untersuchungsausschuss in Berlin hat ein Doppelgesicht. Er war sehr erfolgreich, er ging sehr weit. Er hat der Wert des Untersuchungsausschusses in Berlin besteht darin, dass wir heute wissen, wo wir suchen müssen. Das wussten die Abgeordneten damals auch noch nicht. Clemens Binninger, der CDU-Obmann hier aus Baden-Württemberg, sagt, er geht heute ganz anders an den NSU-Komplex ran als damals. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen, nämlich bei den Sicherheitsbehörden, bei den Verfassungsschutzbehörden, bei den Staatsschutzorganen, da müssen wir suchen. Und das ist der Wert des Untersuchungsausschusses, das deutlich gemacht zu haben, dass die Spur in den Sicherheitsapparat der Bundesrepublik Deutschland führt, auf dramatische Weise.
Und das war gleichzeitig sozusagen die Hypothek dieses Ausschusses, weil es sich um einen Machtkampf, sehr schnell hat es sich um einen Machtkampf gehandelt, ähnlich wie im Gerichtssaal in München, ein Machtkampf zwischen dem Sicherheitsorgan, Justizorgan, Bundesanwaltschaft und den Nebenklageanwälten, war es hier ein Machtkampf zwischen dem parlamentarisch-demokratischen Organ, Untersuchungsausschuss und der Exekutive. Und der Untersuchungsausschuss hat diesen Machtkampf letztendlich verloren. Das ist eine Konsequenz, die man ziehen muss, dass man, wenn man einen neuen Untersuchungsausschuss gründet, dass man sich auf einen Machtkampf einlässt und die Konsequenzen zieht aus Berlin. Das heißt, Abgeordnete, die weitergehen wollen, die sich nicht einschüchtern lassen, die nicht kapitulieren. Der Untersuchungsausschuss war allein auf weiter Flur. Das fing an mit der Aktenfülle. Fritz Burschel hat ja auch schon mal eine Andeutung gemacht. Das war da ganz genauso. Um ein Beispiel zu nennen, die haben vom Verfassungsschutz in Thüringen Akten angefordert und haben 1700 Aktenordner bekommen. Wer soll die durcharbeiten? So, und dann weißt du nicht, sind es die Ordner, die da sind, oder gibt es noch andere? Der Untersuchungsausschuss hatte an einem Tag die Möglichkeit, Akteneinsicht zu nehmen beim Bundesamt für Verfassungsschutz, Außenstelle in Berlin. Sie wissen aber gar nicht, wenn ich nicht weiß, wer NSU war, wenn ich nicht weiß, wie viele V-Leute es gab, dann weiß ich doch gar nicht, nach wie vielen Akten ich suchen soll. So, und der Untersuchungsausschuss hat gemerkt, nach einem Dreivierteljahr etwa, er kann diesen Kampf nicht gewinnen. Was ich ihm angreide, ist, dass er das nicht gesagt hat. Dass er nicht gesagt hat, wir können diesen Kampf nicht gewinnen, weil die Exekutive dagegen handelt. Wir brauchen euch, wir brauchen die Öffentlichkeit, wir brauchen andere Maßnahmen, andere Mittel. Er hat so getan, als ob das, was er herausgefunden hat, das ist, was man herausfinden kann. Und das war sozusagen das zweite Gesicht. Gibt es positive Gesicht dieses Ausschusses, der sehr viel herausgefunden hat. Und es gibt das zweite Gesicht, das war die Unterwerfung, die Kapitulation. Er hat zum Beispiel... Krokus ist so ein Fall. Der Untersuchungsausschuss hatte beschlossen, wir vernehmen keine V-Leute, weil wir Neonazis keine Bühne geben wollen. Der Prozess in München zeigt, dass es nicht zwangsläufig so ist. Dort werden V-Leute vernommen, es werden auch Neonazis vernommen, die haben keine Chance für rechtsradikale Propaganda. Es gibt eine Regie, die das verhindern kann. Abgesehen davon, dass es V-Leute gab, wo sich die Frage stellt, sind die in erster Linie Neonazi? Thomas Richter, 18 Jahre lang beim BFV, oder sind sie in erster Linie Verfassungsschützer? Krokus, die Aussage von Krokus, also es ist eine Frau, Petra S. aus dem Hohenlohischen, es ist nachgewiesen, dass die V-Frau war, das wurde bestätigt, die im Augenblick in Irland sitzt, die sagt, sie kann Angaben machen zur Neonazi-Szene in Baden-Württemberg, die möglicherweise in Heilbronn-Mord verstrickt ist, hat erzwungen, damals vor einem Jahr, im Juni 2013, durch viele, viele E-Mails, auch an Abgeordnete, dass der Untersuchungsausschuss dieses Thema aufgreifen musste und hat dann den V-Mann-Führer mit Decknamen Oettinger vernommen in Berlin. Der wurde auch gefragt, welcher Oettinger war vorher? Und dann sagte er, ich war vorher. Also er ist wahrscheinlich jünger wie der Oettinger, aber bevor der Oettinger Ministerpräsident wurde, gab es diesen Decknamen Oettinger schon. Der wurde vernommen und hinterher wurde gesagt, der Fall Krokus ist ausermittelt. Also dieser Oettinger bestreitet bestimmte Dinge, die Krokus sagt. Es geht zum Beispiel um den Zeitpunkt, ab wann Krokus V-Frau war. Und Krokus sagt, sie war V-Frau vor dem Mord in Heilbronn. Oettinger, der V-Mann-Führer, sagt, sie war danach. So, man muss nun die V-Frau Krokus vernehmen. Das ist doch ganz klar. Zu dem Zeitpunkt hatten sich die Abgeordneten schon längst unterworfen und Wolfgang Wieland, der nicht der dümmste Frager war von den Bündnisgrünen, hat gesagt, die Sache ist ausermittelt. Es wurde ihm dann entgegengehalten. Es steht doch Aussage gegen Aussage. V-Frau Krokus sagt so und V-Frau Führer Oettinger sagt so. Und er sagt, nein, es steht nicht Aussage gegen Aussage. Sie haben einfach diese Zeugin abqualifiziert und sie wollten nicht mehr. Also man muss eine Lehre ziehen. Das Interessante ist ja, nachdem der Untersuchungsausschuss in Berlin zu Ende ging, kapituliert hat, hatte das eine Wirkung auf alle Länder, auch auf Baden-Württemberg.
machen. Das ist klar, wenn der Untersuchungsausschuss in Berlin sich nicht durchsetzt, wenn der beendet wird, dann brauche ich in Baden-Württemberg mich als Hinterbänkler der Grünen oder Dissident bei den Grünen gar nicht drum bemühen, dann macht es die Parteinomenklatur erst recht nicht. Diese Situation hat sich geändert. Die Politik scheint sich wieder zu berappeln. Es wird Untersuchungsausschüsse geben. Es gibt einen in Hessen, der ist beschlossen. Und es gibt einen in Nordrhein-Westfalen. Dazu hat sich die CDU sogar bekannt. Die Piratenpartei und die Grünen sind nicht dagegen. Das heißt, es wird auf jeden Fall zwei neue Untersuchungsausschüsse geben. Das heißt, es gibt eine neue Bewegung offensichtlich. Und Baden-Württemberg wird auch nicht drumherum kommen. Jetzt ist die Frage, Kontext ist ein weites Feld. Es war ganz einfach so, vielleicht für den Anfang, wenn das nicht genügt, dann kann ich nachher vielleicht auch im Gespräch noch mehr sagen. Der Anlass für den Bruch mit Kontext war, dass zweimal hintereinander Berichte nicht gedruckt werden sollten oder nicht ins Netz genommen werden sollten. Ich war in München beim Prozess, es ging um den Dortmund-Fall und es ging um den Fall Temme in Hessen, in Kassel. Im Prinzip, ich behaupte, dass ich mich einigermaßen auskenne. Leider, außer meinem Kollegen Hermann Abmeier und mir, hat sich bei der Kontextredaktion niemand so richtig damit beschäftigt. Und dann habe ich diese Berichte abgeliefert und dann wurden die nicht genommen, mit meiner Meinung nach fadenscheinigen Begründungen. Und mir ging es darum, auch diese Berichte zu veröffentlichen. Eine Woche Arbeit. 5 Tage in München gesessen, eine Woche Arbeit an einem Text, der in Papierkorb wandern sollte. Ich wollte, dass der Text veröffentlicht wird und habe ihn dann im Netz veröffentlicht und dann musste ich eine Erklärung im Prinzip geben, warum schreibst du jetzt nicht mehr bei Kontext? Das heißt, ich habe diesen Konflikt öffentlich gemacht und es war für mich klar, es herrscht kein Vertrauen mehr, die Sache ist beendet. Wer sozusagen mutwillig, ohne dass er eine Ahnung hat von der Materie, jemand, der vorher diese Texte nicht mehr veröffentlichen kann, der kann das jederzeit wieder machen. Der hätte mir nächste Woche wieder einen Text nicht wegnehmen können. Deswegen war für mich zu dem Zeitpunkt die Sache beendet. Es war klar, also es war keine leichte Entscheidung. Ich weiß auch nicht, wie ich mich hätte anders verhalten sollen. Es ist schade darum, aber es lag nicht in meiner Hand. Also wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich auch ganz gerne noch was zu den Konsequenzen des Bundestagsuntersuchungsausschusses sagen. In dem Abschlussbericht sind ja mehrere Dutzend Empfehlungen, was geändert werden müsste an der Arbeit des Inlandsgeheimdienstes. Darüber kann man sich streiten, ob das was bringt oder nicht. Davon wird momentan zumindest 0 umgesetzt. Man kann sogar so weit gehen, ein bisschen zugespitzt zu sagen, dem Inlandsgeheimdienst, dem sogenannten Verfassungsschutz, hat nichts Besseres passieren können als der NSU. Seine Rolle wird aufgewertet, er bekommt neue Kooperativ- und Koordinationsorgane zusammen mit der Polizei, wo auch ein bisschen die Grenzen zwischen Geheimdienst und Polizei aufgelöst werden, was vielfach kritisiert worden ist. Sie bekommen mehr Geld, ich habe neulich gelesen, 150 Millionen Euro mehr. Sie bekommen mehr Personal und Leute wie Ministerin Schwesig und auch andere schwadronieren davon, dass der Inlandsgeheimdienst bürgernäher sein muss und mehr in die Mitte der Gesellschaft vordringen soll und auch Bildungsarbeit leisten soll. Es wird meistens das Wort Bildungsarbeit vermieden. Es wird von Prävention gesprochen und Aufklärung, aber es ist ganz massiv zu verfolgen und zwar nicht erst seit der NSU aufgeflogen ist, dass der Inlandsgeheimdienst versucht, im Bereich der politischen Bildung tätig zu werden, was haarsträubend ist, was völlig inakzeptabel ist. Ich habe aber allerdings noch nicht von Schülerprotesten, von Elternprotesten oder Lehrerinnen und Lehrerprotesten gegen solche Veranstaltungen des Inlandsgeheimdienstes in Schulen gehört. Der Inlandsgeheimdienst und das, was wir über ihn wissen, und zwar zum Teil gesichert wissen, müsste nach menschlichem Ermessen ausreichen, ihn abzuschaffen. Es gibt keine Alternative dazu.
Es ist aber genau das Gegenteil passiert. Er wird, wie ich gerade gesagt habe, gestärkt. Und man kann vielleicht an zwei Personen aus dem Inlandsgeheimdienst deutlich machen, wie, ja, wie soll ich mal sagen, wie gegen Leute vorgegangen wird, die im Rahmen von NSU und V-Mann-Geschäften sich durchaus nicht mit Ruhm bekleckert haben. Wir nehmen mal zum einen einen früheren Mitarbeiter des Brandenburgischen Landesamtes, des Brandenburgischen Verfassungsschutzes. Es war der V-Mann-Führer von dem V-Mann Piatto, ein ganz wichtiger V-Mann, der wegen versuchten Totschlags 8 Jahre im Gefängnis saß und trotz dieser, dieses Gewaltverbrechens als V-Mann geworben wurde. Und dessen V-Mann-Führer, der auch sonst nicht gerade durch Geschick aufgefallen ist, der ist heute der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen. Sein Name ist Gordian Meyer-Plath, ein sehr geschmeidiger, alerter Mann, der auch alter Herr einer Burschenschaft ist. Und also da sieht man Beteiligung an dem V-Mann-Netz, das unmittelbar am NSU dran war, verhindert keine Karriere. Der andere, vielleicht noch ein bisschen drastischere Karrieresprung, möchte man sagen, ist bei Klaus-Dieter Fritzsche zu verfolgen. Der war zu Zeiten des NSU Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Aus einem Briefwechsel wissen wir zwischen ihm und Otto Schily bzw. Günter Beckstein, wissen wir, dass seine Einschätzung damals war, nein, nein, eine braune Armee-Fraktion, so etwas gibt es nicht, eine rechtsterroristische Gefahr wird es in Deutschland nicht geben. Viele beziehen sich auf die drei Bombenbauer aus Jena, aber die seien ja wohl auf der Flucht und wären in dieser Fluchtsituation nicht in der Lage, Verbrechen zu begehen oder terroristische Anschläge auszuführen. Also eine komplette Fehleinschätzung. Dieser Mann ist über verschiedene Stationen heute Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt im Rang eines Staatssekretärs. Mehr wird dieser Mann in seiner Karriere nicht werden. Das heißt also, ein Mann, der sich auch im Bundestagsuntersuchungsausschuss benommen hat wie Rotz am Ärmel, wird dafür belohnt von derselben Kanzlerin, die noch am 23. Februar 2012 bei der ja durchaus anrührenden Veranstaltung für die Angehörigen der NSU-Opfer von lückenloser Aufklärung gesprochen hat. Also da stecken doch auch im Regierungshandeln durchaus Widersprüche drin, die einem zu denken geben sollten. Moment, ich will jetzt noch kurz was zur Situation in Baden-Württemberg sagen. Bei der SPD gab es an der Basis viele, die einen Untersuchungsausschuss gefordert haben. Allerdings hat Innenminister Gall gesagt, Baden-Württemberg hat alles ermittelt und als es dann noch in Frage gestellt wurde, hat er die Ermittlungsgruppe Umfeld eingerichtet, also Polizisten berufen, dass sie nachforschen sollen, was es an Akten gibt in Baden-Württemberg und was da ermittelt wurde. Der Bericht wurde vorgestellt und damit hat Gall gesagt, Baden-Württemberg ist Vorreiter und so viel wie Baden-Württemberg gemacht hat, hat kein anderes Land gemacht, also brauchen wir keinen Untersuchungsausschuss. Die SPD-Fraktion ist ihm gefolgt in dieser Argumentation. Also von der SPD-Fraktion gibt es keine Intention nach einem Untersuchungsausschuss. Es gibt 2, 3 innerhalb der Grünen-Fraktion, die eigentlich einen Untersuchungsausschuss wollen, die aber jetzt sagen, sie begnügen sich erstmal mit der Enquete-Kommission. In dem Auftrag der Enquete-Kommission steht drin, dass gegebenenfalls ein Untersuchungsausschuss noch nachgegründet werden kann. Aber letztendlich, die FDP will es nicht. Die CDU sagt, wenn, dann Extremismus allgemein und dann muss auch über Linksextremismus geredet werden. Und außerdem wollen sie die Neuaufstellung des Verfassungsschutzes bereden. Also das, was Friedrich gerade gesagt hat. Das heißt, wir stehen in Baden-Württemberg vor einer ganz schwierigen Situation. Es gibt im ganzen Landtag vielleicht 3 Menschen, die sagen, ein Untersuchungsausschuss wäre richtig. Jetzt, und ich versuche das einfach mal, jetzt, Sie haben überzeugt, dass es doch umgeht, 2 sind schon, wenn
Hier ist noch. Für Kundgebungen, von denen wir gehört haben. Und es ist vielleicht eines fällig. Irgendwann müssen diese verschiedenen Meinungsäußerungen und
Forderungen an die Politik zusammenlaufen zu einer Gesamtbilanz des Staates, sozusagen ein TÜV des Staates, wie er zu beurteilen ist bei der Abhandlung des NSU-Komplexes. Und diesen Vorschlag machen die Anstifter für den Tag, das zusammenzutragen, was überall nach unserer Art hier und woanders läuft, und zwar bei einer gemeinsamen Veranstaltung verschiedener Träger am 8. November in Stuttgart. Warum der 8. November? Das ist der Tag, an dem die Gruppe aufflug. Und man kann damit rechnen, dass die Politik in der Bundesrepublik das dreijährige Jubiläum auf ihre Art benutzen wird. Auf ihre Art, die ja hier trefflich geschildert wurde, zu vertuschen und zu verheimlichen und nichts Entscheidendes zu tun. Und dagegen muss es eine einigermaßen kräftige und zusammengefasste Äußerung, eine Bilanz und Beurteilung und eine öffentliche Forderung von Maßnahmen, die wir zusammentragen. Und dazu laden die Anstifter in Stuttgart, zu denen ich auch gehöre, deshalb trage ich das jetzt hier vor, für den 8. November ein. Und das muss natürlich auch vorbereitet werden. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, dass man sich über diesen Abend hier hinaus in Verbindung setzt. Das kann man auf verschiedenerlei Art und Weise machen. Man kann aber zum Beispiel auch sich entschließen, zu dem 8. November etwas beizutragen und das den Anstiftern, den Peter Roman und seinen anderen Leuten mitzuteilen, dass man da mitmachen will. Und da gibt es einen Text, wo das ganze Vorhaben ein bisschen geschildert ist. Den habe ich hier in meinem Rucksack. Und wer ihn mitnehmen und anschauen will und sich beteiligen will, der ist herzlich dazu eingeladen. Und natürlich auch die drei Leute hier, die heute Abend vorgetragen haben und die Gruppen, für die sie da sind, natürlich auch. Das Ganze ist gedacht als ein bürgerschaftliches Unterfangen. Es ist nicht gedacht, die Politiker zu fragen, was wir wollen, und dass der Verfassungsschutz in die politische Bildung hineingeht und versucht, diese Überlegungen zu überdecken, sie in die Hand zu kriegen. Das kann man ja, wenn man genau hinsieht, überall beobachten, nicht nur an den Schulen. Und das gehört auch zu dem Komplex, zu dem dann am 8. November hoffentlich eine kräftige gemeinsame Äußerung möglich sein wird. Nachrichtendienst bei der einen oder anderen Gelegenheit auffällig.
Also, ist, ja, in Ordnung. Also, irgendjemand hat nicht ganz falsch gesagt, ich glaube, du warst das, Verantwortung für die Morde liegt beim Staat. Dem würde ich insoweit zustimmen, als der Staat definitiv, also in diesem Fall der Inlandsgeheimdienst, definitiv dafür verantwortlich ist, dass die Nazi-Szene sich, zumal in Thüringen, so entwickeln konnte, wie sie sich entwickelt hat. Das heißt, da ist über zum Beispiel solche Leute wie Tino Brandt, der schon genannt worden ist, viel Geld in die Szene gepumpt worden. Es ist Know-how in die Szene gepumpt worden, dass die Kommunikationskompetenzen, die Medienkompetenzen von Neonazis sind vom Inlandsgeheimdienst ja aufgebaut worden, so muss man sagen. Es sind Agents Provocateurs eingesetzt worden, Leute, die auch Waffen geliefert haben, die Zugang zu Sprengstoff hatten und so weiter. Nur, ich warne ein bisschen davor, diese Aussage absolut zu setzen, schon deshalb, weil wir natürlich dadurch die Neonazis entmündigen würden. Wir haben es mit einer mörderischen, gewaltbereiten, terroristischen Nazi-Szene zu tun, die dazu bereit war, die das wollte, die diese Morde vollzogen hat mit der Brutalität und Kaltblütigkeit, wie wir das im Gerichtssaal, ja, wie soll ich mal sagen, näher an uns heranlassen müssen, als wir uns je gedacht haben und wünschen konnten. Das ist das blanke Grauen und natürlich steckt dahinter auch ein Netzwerk von Menschen, die sich zu diesen Verbrechen verabredet haben. Das heißt also das Netzwerk hat sich verabredet. Ich denke, das ist ganz wichtig, diese zwei Aspekte zu sehen und daran schließt sich natürlich auch die Frage nach einem Masterplan an. Ich habe bisher diesen Masterplan noch nicht entdeckt. Die Frage ist, wem soll das wozu genützt haben? Führt uns zum einen zurück in, wie soll ich mal sagen, ideologische Schulungen, Literatur aus rechtsterroristischen Kreisen, aus den USA, aus Großbritannien, in denen von Zellenbildung die Rede ist, von führerlosem Widerstand, vom Rassenkrieg, vom weißen arischen Widerstand, von dem Beginn, Schluss mit den Worten, lasst uns mit Taten beginnen und so weiter. Das heißt also, wer genau gewusst hat, was sie da gemacht hat und hat dann auch die Unterstützung des Inlandsgeheimdienstes dazu verwendet, diesen Plan umzusetzen. Man kann sich fragen, warum haben Sie nach 9 rassistischen Morden mit dieser rassistischen Mordserie aufgehört? Jetzt könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass Sie mit diesen 9 Morden genau das erreicht haben, was Sie erreichen wollten, nämlich ein Höchstmaß an Verunsicherung in der migrantischen Community, insbesondere in der türkischen Community. Das lässt sich an 2 Demonstrationen sehr deutlich machen nach der Ermordung von Mehmet Kubacik und Halit Yozgat in Dortmund und in Kassel, wo jeweils fast 2000 Leute oder über 2000 Leute teilgenommen haben, überwiegend aus der migrantischen Community. Und diese 2 relativ großen Demonstrationen sind von niemandem wahrgenommen worden als ein Hilferuf von Menschen, die nicht nur Morde in ihren Reihen erlitten haben, in ihren Familien erlitten haben, sondern die dann danach von der Polizei über Jahre als Tatverdächtige schikaniert und gedemütigt worden sind. Leute, die das Gefühl haben mussten, uns geschieht hier, wir sind mit schlimmen Verbrechen konfrontiert, keiner hört uns zu bei den Behörden, keiner hört uns zu in der Gesellschaft, die Medien schreiben kaum darüber, es gibt darüber nur regionale Zeitungsberichte. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der auf uns deutet. Das heißt also Leute, die von sich behaupten oder zumindest den Anspruch haben, kritisch zu verfolgen, was in der Öffentlichkeit vor sich geht. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe 2006 nichts mitbekommen. Weder habe ich eine Idee gehabt oder eine Ahnung gehabt, dass es sich um Nazis gehandelt haben könnte, die hier gemordet haben, dass es etwas anderes war als innertürkische, mafiöse Auseinandersetzung. Und so ist es den allermeisten in diesem Land gegangen, dass sie es nicht gesehen haben und dass sie dann aber auch nicht zugehört haben, als die migrantische Community gesagt hat, hört uns endlich an. Wir glauben, hier sind Nazis unterwegs, die unsere Mitbürger, unsere Familienangehörigen umbringen. Das heißt also, wir haben nicht nur behördlichen Rassismus, der bizarr ist, was wir da aus den Akten haben an Äußerungen
Es gibt den gesellschaftlichen Rassismus, der diese Dinge nicht wahrnehmen will, der nicht sieht, was in diesem Land geschieht mit Einwanderern. Und auf der anderen Seite haben wir einen eigenen Rassismus. Ich bin wirklich ein Antifa, der sehr, sehr lange Recherchearbeit und solche Dinge gemacht hat. Wir haben jahrelang vor der Bewaffnung der Szene gewarnt. Wir haben davor gewarnt, dass hier Leute sich rüsten, um Terroranschläge zu machen. Aber letzten Endes haben wir unseren eigenen Warnungen nicht geglaubt, weil sonst hätten wir da in diesem Moment in Kassel spätestens dann unsere Ohren gespitzt und hätten irgendwie, vielleicht doch wären wir in Aktion getreten. Also auch ein, wie soll ich mal sagen, ein Ordnungsruf an uns selber, noch kritischer mit dem umzugehen, was uns da aufgetischt wird. Dass es jetzt einen Masterplan, um das noch kurz abzuschließen, gibt, der uns in irgendein Ministerium führt, wo eine ordnende Hand tätig ist, diesen Nachweis hat mir bisher noch niemand erbracht. Ich selber kann ihn nicht erbringen und ich würde auch so ein bisschen davor warnen. Es hat wahnsinnig viel, also es gibt zwei Aspekte. Es gibt so ein Gewähren lassen, es gibt so ein zur Kenntnis nehmen, dass V-Leute außer Kontrolle geraten, dass die also auch als Doppelagenten arbeiten. Das heißt, zum einen die Szene aufbauen, zum anderen aber so tun, als seien sie V-Leute weiterhin, also als würden sie mit dem Geheimdienst zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es ein solches Maß an Gurkentruppigkeit, möchte ich das mal nennen, also wirklich sowas von dämlichem Zeug, was man in den Akten, in den Vernehmungen vor Gericht und auch vor den Untersuchungsausschüssen mitbekommt, dass einem so ein bisschen schwindelig wird, was man davon halten soll und wo man eigentlich nur zu dem Schluss kommen kann, diese Einrichtung, dieser Staat im Staat, diese unkontrollierbare, undemokratische Einrichtung muss eingedampft, muss unschädlich gemacht werden, wenn man sie schon nicht gänzlich abschaffen kann. Vielen Dank erstmal. Thomas? Im Prinzip trifft es den Nerv, das ist richtig. Das Dramatische, auf dem diese Frage aufbaut, ist ja der Befund. Wir haben ja keine Zufälle mehr. Dieses System, diese Vertuschungen mit System, die sind ja flächendeckend. Die ziehen sich durch die gesamte Bundesrepublik, durch alle Sicherheitsorgane, bis hinein in politische Bereiche, bis hinein in Medienbereiche. Das ist ja das Dramatische. Das uns die Frage stellen lässt, es muss doch einen Plan geben, nur welchen, wir wissen ihn nicht, da hat der Fritz vollkommen recht, aber die Frage ist, die Frage, wir sind mit der Frage schon weitergekommen, weil wir so viel wissen, weil wir die Systematik wissen, stellen wir ja diese Frage. Ab und zu muss man auch über Theorien reden, über Hypothesen, über Masterpläne, das macht man dann, wenn man sozusagen wirklich auch nach dem Sinn sucht. Ich saß vor kurzem mit einem Kollegen zusammen, der auch in Kassel Sachen rausgefunden hat, die ich noch nicht wusste, wo die Politik verstrickt ist. Es ist bisher nicht veröffentlicht und wir haben dann auch so gesponnen. Und dann ist mir zum Beispiel, das sage ich jetzt wirklich so, hier auf der Ebene der Hypothesen und der nicht verifizierten und belegbaren Ideen, mir ist diese italienische Geheimloge Propaganda Due eingefallen, die jahrzehntelang bestanden hat. Das war ein Personen- und Funktionärsbündnis, bestehend aus Politikern, Wirtschaftsmagnaten, Sicherheitsbeamten, Geheimdienstlern, Medienschaffenden und so weiter, eine Geheimloge, die sozusagen sich ausgebildet hatte in dem kapitalistischen System. Das würde einen Sinn machen, ein Personen- und Funktionärsbündnis, das in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten, wir sind auf der Märchenebene, seit Jahrzehnten zusammenarbeitet, Aufträge zuschanzt, Artikel verhindert, verhindert, dass kriminelle V-Leute angeklagt werden, verhindert, dass Morde aufgeklärt werden und so weiter und so fort. Es muss sowas geben. Es muss eine Systematik geben. Wir haben tausend Dinge, die keine Zufälle sind. Tausend Pannen, die keine Pannen sind. Also es muss irgendein System geben, aber wir wissen es noch nicht. Offen ist jetzt noch die Frage nach den Medien. Wie es sein kann, dass über Wochen hin
die Nachricht vom Tod von Florian Heilig bzw. die Hintergründe in den Medien überhaupt nicht aufgetaucht sind. Mag da einer von euch noch was dazu sagen? Ganz so ist es nicht. Also es gab damals, die Bild-Zeitung hat berichtet, es war einer meiner letzten Artikel für Kontext, ich habe da auch recherchiert, habe mich auch bezogen auf Veröffentlichungen, die da waren. Ich glaube, der SWR hat da auch berichtet. Damit hatten wir den Zipfel im Prinzip, dass sozusagen diese Selbstverbrennung, oder wir wissen es nicht, dieser Tod, Brenntod im Auto, etwas mit NSU zu tun hat. Dass der Fall nicht weiter aufgegriffen wird, fällt jetzt auch nicht aus dem Rahmen. Es gibt viele Fälle, die nicht weiter aufgegriffen werden, die nicht untersucht werden. Die Berichterstattung über den Prozess findet kaum noch statt. Die großen Medien haben sich verabschiedet. Die Taz berichtet nicht von diesem Prozess. Es sind kleine Zeitungen wie die Junge Welt zum Beispiel, die von diesem Prozess berichten, abgesehen von NSU Watch, aber man muss sich dann nach jedem Sitzungstag 70 Seiten durchlesen. Das ist ganz schwierig. Also der Journalismus ist schon auch wichtig, sozusagen Zusammenfassungen zu machen, weggehen von der Ergebnisebene, von der Nachrichtenebene, beschreiben, was im Gerichtssaal vor sich geht. Die Auseinandersetzung zwischen Nebenklage und Anklage, die wird nicht beschrieben, es wird nicht dargestellt. Also sozusagen die Politik wird rausgenommen. So gesehen fällt die Nichtbehandlung des Falles Florian Heilig nicht aus dem Rahmen. Es ist ein Synonym für die Nichtbehandlung des NSU-Komplexes. Aber der Fall Florian Heilig, Petra Pau hat hier vor wenigen Wochen in einer Veranstaltung in Stuttgart gesagt, wenn es einen zweiten Untersuchungsausschuss in Berlin geben soll, sie hat sich da weniger stark festgelegt wie Clemens Binninger, Clemens Binninger ist so gut wie dafür, dann müsste auch der Fall Florian Heilig da behandelt werden. Also sagen, das Bewusstsein auf einer bestimmten Ebene ist schon vorhanden. Ich würde das gerne noch insoweit ergänzen, als mich schon seit Jahrzehnten fast, möchte ich sagen, wirklich verblüfft, mit welcher Kritiklosigkeit bestimmte Dinge, vor allen Dingen, wenn sie vom Geheimdienst kommen, übernommen werden. Man hätte sich ja jetzt mal vorstellen können, dass nach dem, was am 4. November 2011 aufgeflogen ist, was da auf einmal an Irrwitz offenbar geworden ist, dass dann im darauffolgenden Jahr die Berichterstattung über den jährlich fälligen Verfassungsschutzbericht vielleicht etwas kritischer ausfallen würde. Pustekuchen. Es wurde so berichtet, als wäre nichts geschehen. Ja, die rechtsextremen Straftaten haben ein bisschen zugenommen, bei den linksextremen stagniert es, der Ausländerextremismus läuft so und so. Und nur weil es der Verfassungsschutz gesagt hat, ist es eine Zeitungsmeldung wert. Und kein einziger Journalist, keine Journalistin hat mal die Gelegenheit benutzt zu sagen, warum referiere ich hier eigentlich den Verfassungsschutzbericht von einer Behörde, die so hundertprozentig diskreditiert ist wie der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz. Es gibt einfach keine mediale Kritik. Es gibt den, ja, wie soll ich mal sagen, wenn man sich anschaut, wie die Berichterstattung zum Teil auf die Linie der Bundesanwaltschaft einschwenkt, zum Beispiel beim Niedermachen der Nebenklage, dass man sich tatsächlich fragt, welche Rolle hat diese vierte Gewalt eigentlich? Hat sie wirklich eine Kontrollfunktion oder sind es letztlich Erfüllungsgehilfen bei irgendetwas? Und also vor dem Hintergrund würde ich sagen, ich bin auch nicht der Meinung, dass es keine Berichterstattung mehr gibt zum Prozess. Die Berichterstattung ist nur von Seite 1 über Seite 2, jetzt inzwischen bei Seite 4 und 5 angekommen bei den größeren Zeitungen. Und man kann wirklich kaum noch wahrnehmen, was da alles passiert. Also ein normaler Zeitungsleser, Zeitungsleserin kommt einfach nicht mehr mit. Die ganzen Zeugen, die ganzen Namen, die ganzen Vernehmungstage, jeden Vernehmungstag kommt was Neues und die Leute kommen da einfach nicht mehr mit. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man Veranstaltungen macht, wo man versucht, nochmal eine Einschätzung zu geben, es etwas zu bündeln, zu analysieren und den Medien auch etwas entgegenzuhalten. Weil wenn es reine Gerichtsberichterstattung ist, wie es Frau Friedrichsen zum Beispiel vom Spiegel über weite Strecken macht, dann keine Komplexität hergestellt wird. Es wird keine Verbindung hergestellt zu dem, was außerhalb des Gerichtssaals passiert. Und das wäre entscheidend. Vielen Dank.
Gibt es jetzt noch weitere Wortmeldungen, Fragen? Heike? Achso. Ja, okay. Mein Name ist Silvia Autori und ich komme aus Schwäbisch Hall und ich wurde beobachtet vom Verfassungsschutz als linke Bundestagskandidatin 2009. Und das Verrückte ist, dass es also ein Schluss für mich aus den vielen Wahnsinnigkeiten, die da passiert sind, ist, dass diese Petra Klaas, genannt Rokus, die wurde also von der rechten Szene, nämlich von der NPD, die Petra Klaas wurde von der rechten Szene, von der NPD, die hat die Nelly Rühle aus Wolfershausen beobachtet, wurde die abgezogen, also der Auftrag wurde beendet und sie musste dann die Linke, mich unter anderem, beobachten ab 2008 oder 2009. Im Grunde kam das auch relativ zufällig, bloß ans Tageslicht, dass wir da überhaupt erfuhren, was da passiert. Und das finde ich schon, das ist eine gezielte Entscheidung, die rechte Szene nicht zu beobachten und die linke Szene nicht zu beobachten. Und im Nachhinein, wenn man sieht, was für Verbrechen passiert sind, das ist doch der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Gezielte politische Entscheidungen stecken doch dahinter. Die sind ja nicht blöd beim Verfassungsschutz, blödsinn die nicht, sondern das sind politische Entscheidungen. Mit allen möglichen, die da drüber schmecken. Das zweite ist noch mit Kuckucks Klan. In Schwäbisch Hall war die europäische Zentrale vom Kuckucks Klan. Anscheinend. Leider hat niemand in Schwäbisch Hall das jemals mitgekriegt, in den 10 Jahren, wo die wohl existiert haben. Genau in irgendwelchen Vorruinen, da ihre komischen Rituale abgehalten haben. Unter anderem auch vielleicht 300 Meter von da, wo ich mal gewohnt habe, früher, Gott sei Dank erst ein Jahr später, nachdem ich da schon wieder weg war. Aber die örtliche Verbindung war für mich schon völlig verrückt, weil ich auch mit einem Mann aus Ghana verheiratet bin, auch zu der damaligen Zeit schon. Und für mich die Vorstellung, dass ich überhaupt nicht wusste, die Polizei wusste, da ist der Ku Klux Klan und die machen da irgendwelche wahnsinnige Sachen. Und ich bin da, da waren es dann nicht mehr 300, da waren es dann halt 3 Kilometer weg von diese Rituale, die da veranstalten. Also das war für mich schon bitter und eine große Enttäuschung. Das ist auch meine große Kritik. Die Öffentlichkeit sind solche wichtige Informationen fernhalten, das geht gar nicht. Ich wollte nur hinzufügen, dass da irgendwie eine Containerladung NSU-Akten irgendwo gefunden wurde, der entsorgt werden sollte. Und darüber hat man auch nirgends was gelesen. Das würde nicht untergehen lassen. Könnt ihr vielleicht was sagen dann? Jetzt war es Sie noch. Und dann habe ich noch die Heike gesehen. Ich glaube, die Moderation hat das jetzt noch, dass es weitergeht, aber. Ja, wir haben über die Medien gesprochen und da wurde die These, dass das alles so reibungslos funktioniert. Ich will einen praktischen Gegenbeleg bieten. Am Sonntag aktuell, weiß Gott, keine linke Zeitung, stand, dass Beamte vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg davon ausgehen, dass eben mehr als 3 Leute beteiligt waren in Heilbronn. Und aber in diesem Ergebnisbericht von dieser Ermittlungsgruppe Süd steht davon nichts mehr. Also diese Widersprüche bilden sich, wenn man aufmerksam liest, die sind schon ganz offensichtlich. Und da würde mich auch interessieren, also was mir natürlich echt Angst macht, ist, wie das offensichtlich der Polizei gelingt, die eigenen Reihen zu disziplinieren, dass diese Widersprüche doch nicht dann in die Öffentlichkeit so kommen. Ob ihr da was wisst, wie sowas funktionieren kann? Ja, ich wollte nur noch mal kurz eine Bemerkung machen zu dieser Frage mit dem Masterplan, weil ja man erkennt, dass es mehr Systematik gibt als nur eine ganze Anhäufung von Leuten, Pech und Mannen. Und es gibt ja auch andere Überlegungen, dass. Das haben wir mal diskutiert mit Bodo Ramelow, der ja in Thüringen viel gemacht hat und der dann auch auf diesen Luxemburger Prozess geschaut hat, dass diese Strukturen der Stay-Behind-Armee, die es ja gab, aber die angeblich in den 90er Jahren aufgelöst wurden, aber wo es ja eine enge Kooperation
vielleicht gar nicht so vollständig aufgelöst wurden und sich in neuen Formationen aufgebaut haben, um nach wie vor ja, zu destabilisieren und diesen starken Staat auch zu legitimieren, in Verbindung natürlich auch mit einem ganz starken rassistischen Element. Also die Überlegung gibt es auch, man hat sich da ein bisschen mehr erhofft von dem Prozess in Luxemburg, aber der ist, muss man sagen, auch leider schlecht ausgegangen, weil es doch eine richtige Obstruktionspolitik von Seiten der geladenen Zeugen und so gab. Aber ich denke, das wäre auch, ohne jetzt zu sehr in eine verschwörungstheoretische Richtung zu gehen, denke ich, schon eine plausible Frage, wo man vielleicht auch mal mehr schauen müsste, ja, was ist denn mit diesen Strukturen in den 90er Jahren passiert, wo waren da Verantwortliche und wie hat sich das entwickelt? Also, ich finde das eine berechtigte Anmerkung. Und doch muss ich sagen, es, nachdem wirklich fast keine Veranstaltung zum NSU vergeht, ohne dass das Gladio-Thema aufkommt, ich sehe diesen Zusammenhang nicht. Und ich finde das wirklich extrem schwierig, weil es bietet sich an. Ich kann es niemandem verdenken, dass er oder sie spekuliert, sich fragt, was könnte dahinter stecken, welche Verbindungslinien, welche Traditionslinien lassen sich ja bis zum Beginn der Geheimdienste in Westdeutschland finden. Da gibt es genug Traditionslinien, die sich nachzeichnen lassen, aber wo keine Bruchlosigkeit bewiesen werden kann, wo keine unmittelbaren Zusammenhänge zu sehen sind, außer vielleicht eine ideologische Grundausrichtung dieser Geheimdienste, die sich unter Umständen sogar noch über das Dritte Reich hinaus in die Weimarer Republik zurückverfolgen lassen, vielleicht sogar noch weiter nach hinten. Aber ob wir das jetzt alles irgendwie runterkochen können auf den NSU, das halte ich für sehr zweifelhaft. Und das, natürlich ist es legitim, dass wenn wir uns zusammensetzen zu einem Bier oder so und überlegen, was könnte das alles gewesen sein, ist es legitim, solche Gedanken auch zu wägen. Aber ich wäre dann in der Konsequenz doch relativ vorsichtig mit sowas, weil es uns letztlich ja dann auch ein bisschen wegbringt zu dem, womit wir unmittelbar und heute konfrontiert sind und die Dinge. Also ich empfehle wirklich jemand, der sich genau für diese Zufälle in Anführungszeichen, für diese Ungereimtheiten interessiert, sowohl dieses Buch von Andreas Förster, was ich also als, wenn jemand nicht so viel Zeit hat, ist das genau das Richtige. Da ist man relativ schnell durch und ist dann auf einem ganz guten Stand. Es gibt dieses sehr, sehr dicke Buch von Dirk Labs, dem Stefan Aust auf den Bauch gebunden worden ist zur Verkaufsförderung. Dieses Buch ist auch sehr gut, weil es diese ganzen Zufälle minutiös auflistet und daraus eine fließende Geschichte macht, die uns wirklich ins Hier und Jetzt und ins Wer hat da Verantwortung für was reinführt und die Fragen wirklich aktuell und jetzt und mit dem jetzigen Personal stellt. Und das fände ich eigentlich wesentlich gewinnbringender, sich wirklich mit dem, was Thomas ja auch nur angedeutet hat, mit seinen Beispielen am Anfang. Das muss zusammengetragen werden und daraus, also im Grunde genommen glaube ich, die Gesellschaft, wir, Leute wie wir, müssen ein bisschen um sich schlagen, damit dieses Thema nicht einfach sang- und klanglos unter den Teppich gekehrt wird. Das heißt also, von solchen Veranstaltungen wie hier muss die Kunde ins Land getragen werden, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf, dass der Geheimdienst hier nicht ungeschoren davon kommen darf und dass auch die politisch Verantwortlichen für den Geheimdienst hier eben genau zu dieser Verantwortung gezogen werden müssen. Ich wollte was zu der Frage sagen, mit auch eine ganz, ganz wichtige Frage mit dem Widerspruch. Man muss sich das vor Augen halten. Das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg ermittelt in Heilbronn handwerklich korrekt, ergeben die Akten erstmal und befragt Zeugen. Zeugen sehen drei blutverschmierte Männer und kommt zu der Einschätzung, die Tat muss von 4 bis 6 Tätern begangen worden sein. Das ist Stand vor November 2011. Und nach November 2011 gilt dieses Handwerk nicht mehr. Gilt nicht mehr, was die Ermittler herausgefunden haben. Nach November 2011 waren es 2 Täter, Mundlos und Böhnhardt.
Und wir haben mit Leuten vom LKA gesprochen, die sind natürlich nicht einverstanden, die stehen ja da wie Deppen, als ob sie ihre Arbeit nicht machen können, als ob das, was sozusagen gegolten hat, Zeugenbefragungen, Phantombilderstellung, die wollten Phantombilder herausgeben, der Staatsanwalt hat es verhindert und so weiter und so fort, als ob das Pfusch gewesen wäre. Und das ist die entscheidende Frage, warum können diese Experten heute nicht sagen, wir sind nicht der Meinung der Bundesanwaltschaft. Wir sind der Meinung, es waren mehr wie zwei, es waren 4 bis 6 oder sogar progressiv gerechnet waren möglicherweise 5 bis 10 Menschen beteiligt an dieser Tat. Wer zwingt die sozusagen zum Schweigen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, da steckt auch Sprengstoff drin und ich glaube, unter Umständen kann der öffentliche Druck dazu führen, dass es Dissidenten gibt, die reden. Am besten, sie schließen sich zusammen und machen das gemeinsam. In Thüringen hat auch einer geredet. Der hat zunächst eine Erklärung abgegeben, ein Kriminalbeamter vom Landeskriminalamt, Uwe Böhnhardt, wurde gesehen 2003 in Jena und sie hatten die Information bekommen, Uwe Böhnhardt ist in der Stadt und sie wollten fahnden. Und jetzt, im Jahre 2014, haben 9 Kriminalbeamte eine Erklärung abgegeben, sie können sich daran nicht erinnern. 2 Wochen später war das Gewissen eines Beamten stärker. Und er hat ausgesagt vor dem Ausschuss, doch, er kann sich erinnern. Sie wollten nach Böhnhardt fahnden und der Chef des LKAs hat diese Fahndung untersagt. Und er ist gegen das, und er sagt dann noch mehr, er sagt, vor 2 Wochen habe ich unter dem Druck des Amtes diese falsche Erklärung abgegeben. Ich könnte mich nicht erinnern. Marco Großer heißt dieser mutige Beamte. Und vielleicht führt der öffentliche Druck dazu, dass die Beamten in Stuttgart, Axel Mögelin zum Beispiel, der vor dem Untersuchungsausschuss von 4 bis 6 Personen gesprochen hat, öffentlich auftreten und sagen, wir sind nicht mit einverstanden mit dem, was... Und an dem Punkt will ich noch kurz eine Bemerkung machen zur Enquete-Kommission. Es soll ja in Baden-Württemberg keinen Untersuchungsausschuss geben, sondern eine Enquete-Kommission. Die Enquete-Kommission ist der Versuch, den Untersuchungsausschuss zu verhindern. Das ist ganz klar. Wenn die mal tagt, zusammentritt, dann dauert es ein Jahr, bis eventuell die Frage wiederkommt. Wir brauchen doch einen Untersuchungsausschuss. Die Enquete-Kommission ist nicht das Mittel, das wir brauchen. Wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Und wird immer besser. Ich wollte heute Abend den unabhängigen Mitglieder in dieser Enquete-Kommission, zum Beispiel vom Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus Baden-Württemberg, von der Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung Baden-Württemberg, von der Fachstelle Rechtsextremismus Rems-Murr-Kreis, von der Initiative gegen das Vergessen für Demokratie DGB, Amadeo Antonio Stiftung, denen wollte ich den Vorschlag machen, boykottiert diese Enquete-Kommission, stellt eure Arbeit ein. Begründet es und fordert einen Untersuchungsausschuss. Thomas, das war jetzt schon fast ein Schlusswort von dir. Möchtest du auch noch mal abschließend? Ich habe ja im Grunde schon mehrere Schlussworte gesprochen, aber mir ist noch wichtig der Hinweis. Es ist einfach ganz offensichtlich, dass ein wesentlich größerer Personenkreis als der auf der Anklagebank sitzt, davon gewusst hat, was da vor sich geht. Es gibt mehrere Hinweise, die ich jetzt unmöglich noch aufzählen kann, die darauf hindeuten, dass es einen Mitwisserkreis gegeben hat, der, mein Gott, keine Ahnung, bis zu 100 Personen vielleicht umfasst hat, vielleicht mehr, vielleicht nicht ganz so viele. Das wäre ein Untersuchungsgegenstand. Wir hatten jüngst den Stollenbombenanschlag, also in dieser Stollendose, die Bombe in der Propsteigasse in Köln ausgeliefert wurde, die dann explodiert ist und eine junge Abiturientin schwer verletzt hat. Auch da gibt es ein Phantombild, was keinerlei Ähnlichkeit mit Mundlos oder Böhnhardt hat. Das heißt also, die Frage, die sich aus Heilbronn, ganz richtig, wie Thomas das referiert hat, und auch aus der Propsteigasse ergibt, vielleicht gibt es
bestimmte von diesen Verbrechen, die von anderen Leuten in Absprache, in Verabredung, in Kooperation mit dem NSU ausgeführt worden sind. Danach wird zumindest im Gerichtssaal nicht gefragt und danach ist bisher, bis auf einige Journalistinnen und Journalisten, die ich da ausnehmen will, nicht gefragt worden. Und diese ganzen offenen Fragen sollten natürlich auch dazu stimulieren, diese jede nur erdenkliche Form von einigermaßen unabhängiger Untersuchung zu fördern und zu fordern. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Veranstaltung. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Thomas Moser und Friedrich Burschel bedanken, dass sie den Weg nach Stuttgart gefunden haben. Ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, dass das Buch, das schon mehrfach erwähnt wurde, drüben beim Peter gekauft werden kann und es ist wirklich sehr, sehr gut. Dann möchte ich noch auf drei Termine hinweisen. Morgen um 17 Uhr findet auf dem Marienplatz eine Kundgebung statt zur Unterstützung der Proteste in Brasilien. Dann am 19.07. gibt es eine Kundgebung in Deizisau, um sich um gegen die Aktivitäten der Freien Nationalisten Esslingen zu demonstrieren. Und Henning hat schon gesagt, einen Tag später, am 20.07. eine Kundgebung am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus. Ich bedanke mich, dass alle gekommen sind und hoffe, dass wir diese Forderung nach einem Untersuchungsausschuss auch weiter bekräftigen und weitertragen können.